Wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Hallo, lieber Franz. Wie geht's dir so? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Aufgeregt wegen vielerlei Themen. Einerseits unsere Produktivität. Willst du ein bisschen was erzählen oder willst du das dann rausschneiden oder hier gar nicht bringen? Oh nein, 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 überhaupt nicht. Es geht da. Ja, es ist ein bisschen ernüchternd, deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig, manchmal mit meiner Euphorie. weißt du, wegen GPT-4All, was ich jetzt auch installiert habe. Und zuerst habe ich ja reingeschrieben, eben sehr super toll, auf Deutsch, sehr einfach zu installieren. Man kann seine Bücher hinterlegen, etc. Alles super. Und ja, und dann stellst du ihm ein paar Fragen und ja, ich merke halt einfach, wir dürfen den noch ziemlich trainieren. Damit wir auch das richtige Resultat erhalten. Naja, okay. Ja, weißt du, ich habe jetzt, wie habe ich es gesagt? So Ordnerkategorien gemacht mit Geschichte und Wahrheitssuche, Gesundheit und Heilung, Pädagogik, Spiritualität. Kultivierung und Umkonditionierung, Sternensiedlungen, Wirtschaft und Geldsystem, da bist natürlich du gut vertreten, Wissenschaft und Forschung, also in den anderen Themen natürlich auch, aber gerade Geldthemen und so weiter, ja, ist natürlich explizit deine Meinung gefragt. Und man kann nicht, also man kann schon, ich weiß nicht, ob es wirklich mit einbezieht, dass man alle diese Bücher, die ich da reingestellt habe, aktivieren kann oder aktiviert haben soll, weil erstens hat er länger und zweitens weiß ich nicht, ob er wirklich einen Konsens draus zieht. Ja, ob er diese Fachbereiche untereinander dann interdisziplinär vernetzen kann. Hervorragend ausgedrückt, vielen Dank. Das wäre das, was mich interessieren würde, weil anders macht es ja kaum einen Sinn, ja? Weil Spezialisten für einzelne Fachgebiete haben wir so als Menschen, als natürliche Menschen auch schon. Ja, genau. Das hat er jetzt zum Beispiel da nicht gemacht. Ich habe ihn gefragt, liest er mir 10 Punkte auf, die konzeptionell für Ökosiedlungen unbedingt beachtet werden sollen, und er soll mir 2 Listen machen. Dinge, die wir unbedingt benötigen, solche, die wir mit Vorsicht anschauen dürfen. Und das Ding ist, er hat sich einfach immer wiederholt. Das ist das eine. Und jetzt das erste Mal. Er ist gar nicht fertig geworden. Das ist es eben auch. Er wird manchmal gar nicht fertig mit den ganzen Tasks. Aber ich habe ihm auch gesagt, er soll 2 Listen machen. Er hat jetzt aber 4 gemacht. Und bei der 4. ist er am Schluss stecken geblieben. Und normalerweise sagt er dir dann, das kann ich bei anderen Auswertungen sehen, dass er einen Kontext herstellt, wo, dass er, in welchen Büchern, dass er das gefunden hat, auf welcher Seite. Das finde ich, macht er ganz gut. Aber er listet immer nur 3 auf. Und so wie es du vorhin ausgedrückt hast, eben interdisziplinär miteinander vergleichen etc., das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Da müsste man schauen, ob der Chris vielleicht mehr sieht, was da getrieben wird im System. Genau, das hat meine Euphorie gedämpft. Ja, das ist die Enttäuschung. wie soll ich sagen, wir sind da noch ganz am Anfang von dem her. Wir sind da jetzt wirklich die allerersten Testflieger. Und da muss man einfach schauen, wie weit diese Maschine trägt. Das ist ganz einfach, ja. Und hoffen, dass man halt einigermaßen sanft landen kann, ja, und nicht crasht irgendwo in einem Bergrücken oder so. Nein, nein, das ist als Metapher. Und wenn, ja, womit möchtest du beginnen? Ich habe wieder 2 Kapitel, von Outwitting the Devil. Ja, zuerst will ich erfahren, wie es dir geht. Oh, ja, danke für die Nachfrage. Soweit sehr gut. Also der formelle Teil der Heirat meiner Tochter ist jetzt vorbei. Das war an einem Standesamt in Otterkring, wo wir meine Mutter und meine Tante, die beiden alten Damen, auch dabei hatten. Und das Witzige war, dass sie in diesem Festsaal des Standesamts uns dann erklärt haben, dass sie beide dort auch geheiratet haben.
Weil sie haben nämlich ihre frühe Kindheit genau schräg gegenüber, da ist so ein kleiner Park, hinter dem Park an der Ecke in einem Haus erlebt. Und dort haben sie den Weltkrieg zugebracht, erleben dürfen, müssen. Und im Park haben sie dann die Bombentrichter gesehen, da sind sie dann im Winter drin gerodelt und im Sommer, wenn Wasser drin war, ein bisschen geplanscht im Bombentrichter. Und damit hat also meine Tochter unbewusste Tradition, dass im Standesamt Ottakring geheiratet wird, fortgeführt, ohne dass sie es wusste. Es war soweit ganz nett. Es war eine kleine Runde und nachher waren wir dann in einem veganen Lokal. Das nennt sich schlicht vegan, war aber hervorragend. Das großen Anklang fanden die Sellerieschnitzel. Die waren ganz toll. Als Vorspeise habe ich mir genommen eine Apfel-Sellerie-Cremesuppe mit Nüssen und dann als Hauptspeise ein Austern-Seitling-Stroganoff. Also das waren Austern-Seitlinge ganz klein in Streifen geschnitten, aber hervorragend gewürzt. Ganz toll. Und zum Nachtisch, da kommt man einfach in Wien nicht drum herum, Bovidl-Darschau. Weiß nicht, ob du sowas kennst. Nein? Ja, das sind so kleine Teigtaschen und die sind mit Pflaumenmarmelade. Povidel heißt das. Das kommt ja alles aus der Tschechoslowakei. Inzwischen nicht Ungarn und Tschechien, das sind ja die großen Lieferanten der monarchistischen Küche in Wien. Und diese Povidel-Tascherl mit Butterbröseln waren hervorragend. Das war dann ein gelungener Abschluss. Meiner Mutter hat es auch ganz toll geschmeckt. Und sie waren alle beide sehr, sehr froh, dass sie das miterleben durften. Wir haben ihnen vorher auch extra so orthopädische Schuhe bestellt übers Internet, damit die Schuhe auch nicht drücken und sie die lange tragen können. Das hat sich auch sehr gut bewährt. Und damit haben sie jetzt auch keine Angst mehr, sollten wir ein anderes Mal sie doch auch wieder mal aus dem Altersheim rausholen, um sie irgendwo hinzubringen. Jetzt sind beide, meine Tochter und mein Schwiegersohn, wieder nach Feldkirch gefahren. Die haben jetzt auch noch ein bisschen Arbeit zu erledigen, eine normale Arbeitswoche. Und vom 23. bis 25. verbringen wir mit der ganzen Gesellschaft dann noch 3 Tage auf der Dolomitenhütte in Tirol. Und dort wird dann sozusagen gefeiert. Da gibt es dann die Spielchen und die Vorträge und was halt sonst zu so einer Hochzeit gehört, spielt sich dort ab. Das bin ich schon sehr gespannt, wird sicher sehr nett. Wer organisiert das? Na, schon die beiden, das Hochzeitspaar. Die haben da sogar eine Webseite dafür angelegt, wo man sich anmelden musste, damit sie wussten, für wen sie Zimmer reservieren müssen und so weiter und so weiter. Und dann haben sie auch so kleine Heftchen für jeden Tisch angelegt, wo man eine Kurzbiografie und ein Foto einreichen musste, damit die anderen einen kennenlernen und man ungefähr weiß, wer ist. Ganz, ganz nett. Ja, sie haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben und ich bin schon sehr gespannt, wie es abläuft. Übrigens, an diesen Tagen, an deinem Fest auf der Dolomitenhütte, gilt oben ein Handyverbot. Da müssen wir am Quartier, am Zimmer die Handys lassen, weil sie haben einen professionellen Fotografen, der alles fotografiert und die kriegen wir dann auch elektronisch geliefert, diese Fotos. Aber sie wollen nicht, dass da telefoniert wird oder gewischt oder irgendwie rumfotografiert. Das dürfen nur die Profis machen. Finde ich auch mal interessant, eine kleine elektronische Entwöhnung. Weil du hast ja gesehen, meine Auslieferung des letzten Podcasts ist ja genau zwischen Trauung am Standesamt und Essen im Restaurant unterbrochen worden. Und da habe ich dann nicht mehr dran gedacht, dass da erst noch ein paar Teile fehlen. Für mich okay. Ja, das, mein Gott, sowas kann passieren, wir sind Menschen. Ja. Aber ich darf mir in Zukunft merken, dass ich in einer solchen dichten privaten Situation vielleicht diese Dinge nicht zwischendurch einschieben sollte, ja, weil es dann nicht so perfekt wird, wie es sein könnte, wenn man das nicht tut. Ja, alles gut. Ich habe kein Problem damit. Ich meine, der Hauptteil, der ist ja durch gewesen und dann ist es ja nur noch Ja, der. das war nur noch der Rest. Ich habe ja irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, nämlich. Ich habe mal 80 oder 90 Beiträge
auf einmal in meinen Kanal übertragen und da hat er dann irgendwo zwischen 50 und 60 abgebrochen. Und deswegen habe ich immer noch so im Hinterkopf, dass da irgendwo eine Kapazitätsgrenze liegen könnte. Und deswegen mache ich es also immer nur so in 50er-Paketen, wenn wir da drüber sind. Und das ist der Grund, warum ich da mittendrin aufgehört habe und den Rest nicht weiter übertragen. Jetzt macht das Sinn. Vielen Dank, das wusste ich gar nicht, weil ich musste noch nie so viel verschieben, ja. Ja. Kann sein, ja, dass er irgendwo seine Limits hat. Ich meine, das, was wir hier anbieten, das ist auch schon ein bisschen extrem. Ja, da sind wir wieder bei Wert generieren. Ja? Ja, sozusagen. Ja, das werden wir. Wenn wir dann Outwitted the Devil die nächsten zwei Kapitel durchhaben, dürfen wir uns dann gerne auch noch einmal über das Tucker Carlson-Interview unterhalten. Hast du das angesehen? Ja, sicher. Mehrfach. Ja, ich habe es mir auch angesehen. Und ich habe mir dann vor allem auch einige Kommentare dazu angesehen. Also wie der Mainstream darauf reagiert hat, ja, das war ja absehbar. Vollkommen absurd. Weißt du, es ist so offensichtlich. Ich habe mal ein Meme gemacht mit Jackie Chan, wo er so, und wo ich sage, ey, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin ein, es ist doch so offensichtlich. Ja, absolut, das stimmt. Okay, dann machen wir eines dann nach. Dann machen wir zwei weitere Kapitel von Outwitting. Und zwar beginnt das heute mit School and Religion und dann kommt noch die Selbstdisziplin. Also Schule und Religion. Napoleon Hill fragt dann den Teufel, wie man den größten Wert aus dem Leben ziehen kann. Und er wirft dem Teufel zugleich auch vor, dass er in vielen Fällen zu abstrakt und allgemein antwortet. Wenn man durch Zielstrebigkeit im Leben das erreicht hat, was man wollte, es sich aber herausstellt, dass man es eigentlich gar nicht will, was dann? Ja, das muss ich ehrlich sagen, so eine Frage würde ich als reiferer Mensch gar nicht stellen. Ja, denn wenn ich etwas anstrebe und es stellt sich hinterher heraus, dass es nicht das ist, was ich mir wirklich gewünscht habe, dann liegt das ja an meiner eigenen Wahrnehmung. Dann hätte ich vorher das besser abklären müssen. Und Überraschungen kann man natürlich immer erleben. Nicht? Das gilt für jedes Produkt, das du im Laden kaufst. Ja, das gilt auch für Menschen, die man nie erkennen lernt. Davor ist man nie gefeit. Also wie man da jetzt den Teufel oder wen auch immer fragen kann, was man dann tun soll, finde ich irgendwie etwas naiv und sage ich mal, nicht sehr erwachsen. So eine Fragestellung. Der Teufel sagt, mit derselben Zielstrebigkeit kann man von den Dingen auch wieder loslassen. Das ist natürlich klar, setzt aber voraus, dass man das Ziel neu eingegeben hat. Nicht? Man muss also dann von einem Ziel zu einem anderen wechseln können. Und jetzt stellt Napoleon Hill die Gretchenfrage, wie ist das mit verheirateten Paaren? Alle Ehen werden doch angeblich im Himmel geschlossen. Und was, wenn es sich danach als Irrtum herausstellt? Da setzen jetzt viele schon auf eine gute Antwort vom Teufel. Teufel antwortet dann, nicht alle Ehen werden im Himmel geschlossen. Sollte die Harmonie verloren gehen, sollte das Zusammenleben nicht erzwungen werden. Streit und Zerwürfnisse führen nämlich immer zum Driften. Und jetzt sagt Napoleon Hill, wie ist das dann aber mit dem Pflichtgefühl? Und der Teufel antwortet, das ist eines der am wenigsten verstandenen und am meisten missbrauchten Wörter der Welt. Die oberste Pflicht besteht gegenüber einem selbst. Darf ich hier? Ja, gerne. Weil ich weiß nicht mehr, wo, dass ich das korrigiert habe. Aber ich finde, genau hier passiert ein sprachlicher Fehler. Und einer hat mal in deinem Kanal gesagt, oh, völlig falsch. Und das ist mir eigentlich ziemlich egal. Die Frage ist bei unserer Terminologie, wie wir diese definieren. Weil ich mache genau das Umgekehrte. Nämlich Verantwortung ist... Es gibt nur die Eigenverantwortung. Und richtig, wenn ich irgendetwas mache, wie zum Beispiel einen Vertrag zu unterschreiben, jemandem einen Handschlag zu geben oder zum Beispiel eine Frau zu schwängern, dann gehe ich eine Pflicht ein. Ja. Und deshalb versuche ich das hier umzukehren und sagen, mit der Eigenverantwortung, dort hat er recht, weil die Leute, die verwechseln das heutzutage. Die sagen, ja, Verantwortung, die trägt man zum Beispiel auch für seine Kinder oder was weiß ich. Und deshalb, weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich interpretiere es ähnlich, aber mit einer etwas anderen Erklärung.
ich sehe das sehr ähnlich wie du, Pflicht gegenüber anderen und Verantwortung gegenüber einem selbst. Aber wenn wir das etwas umformulieren und sagen, die oberste Pflicht besteht gegenüber seinem höheren Selbst, dann habe ich da wieder eine Pflicht, weil dann teile ich mein eigenes Selbst zunächst mal in zwei Teile. Der inkarnierte, beschränkt wahrnehmende Avatar, der ich im dreivierdimensionalen Leben bin, und darüber schwebt sozusagen diese Seele, ja, das höhere Selbst, das auch die früheren Inkarnationen und meine wahren Ziele und Absichten in diesem Leben kennt, besser als ich in der inkarnierten Wahrnehmungsform. Und diesem höheren Selbst gegenüber habe ich dann natürlich vor der Geburt einen Vertrag abgeschlossen. Und damit habe ich dann auch wieder eine Pflicht ihm gegenüber. Weißt du, das Ding ist, ich verstehe, was du meinst. Ich habe gerade vorhin eine kleine Seele spricht mit Gott gehört, ja. Weil ich am Transkribieren bin und das ins Obsidian am Reinbringen bin. Mhm. Und das Ding ist, du, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ja. Ich habe mein wahres Selbst noch nicht kennengelernt. Und wie kann ich etwas wissen, wenn ich es nicht weiß? Also weißt du, den Vertrag, Melik, kenn ich ja. Ja, Melik, ich denke, dass man da eine andere Ebene einsetzt. Ja, das ist eine Ebene, wo du die Logik, den Verstand und die Kausalketten, mit denen du unsere alltäglichen Probleme im normalen Leben löst, nicht verwenden kannst. Das geht also über das Herz und über die allgemeine Wahrnehmung. Aber das Ding ist, du weißt es nicht. Bei einem Vertrag weißt du, ah, das muss ich einhalten. Bei einer Schwangerschaft kennst du die Sitten und Regeln der Gesellschaft. Und ich weiß aber nicht, was ich mit ihm abgemacht habe. Ich kenne den. Melik, da gibt es für mich den Begriff Gewissen. Ja, aber weißt du, das. Lass mich auf das Gewissen. Aber weißt du, das ist ja genau wie in der Gesetzgebung. Da heißt es ja nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Genau, aber das weiß ich nicht. Deshalb, ich versuche, ein guter Mensch, so gut es geht zu sein. Und aber ich weiß nicht, was er vielleicht... As far as your reasoning goes. Das ist genau richtig. Genau. Ja. Ganz klar. Sonst bin ich natürlich bei dir. Wenn ich es wüsste, dann, ah, okay, aber das passiert dann bei der Erleuchtung und dann ist sowieso, werden die Karten neu gemischt. Genau, wir können es wissen, wenn wir den Körper verlassen haben. Und manche Menschen schaffen es auch zum Beispiel mit luziden Träumen, ja, oder mit außerkörperlichen Erfahrungen, sich an dieses Wissen heranzutasten und das zu erahnen, sage ich einmal. Weil wirklich klar wissen mit einer Überzeugung wird man es nie, meiner Meinung nach. Und ich bin da auch sehr, sehr skeptisch, was dieses absolute Wissen, das du gerade formuliert hast, betrifft. Denn auch wenn du dir einen Vertrag anschaust, ja, gibt es immer bestimmte Aspekte zwischen den Zeilen oder im Kleingedruckten oder versteckte Absichten, die dahinter stehen, wenn dich jemand wirklich über den Tisch ziehen will, ja, und er ist ein gewiefter Vertragsanwalt, dann kann der dir Formulierungen auf den Tisch legen, bei denen du überhaupt nichts Böses vermutest und hinterher hast du dann doch den schwarzen Peter. Ja, weißt du, meiner Meinung nach, das ist dann wieder ein anderes Kapitel, weil hier geht es ja gerade um Klarheit. Wenn du dich mit deinem wahren Selbst verbinden könntest und in Dialog gehst, dann heißt es ja, dann ist es ja nicht so, dass er dir etwas vorlügen würde, wie in einem Vertrag oder so. Deshalb stelle ich das Ganze auf der Prämissenstufe, sage ich jetzt mal, der Ehrlichkeit und der Klarheit. Also ich verstehe natürlich, was du meinst. Ja, Melik, ich kann es dir nur so beschreiben, wie ich es in meiner Biografie selbst immer erlebt habe. Ja, ja. Du weißt, dass ich in der Jugend diese hellsichtigen Momente hatte, um es mal so zu sagen, ja, wo ich Dinge vorhergesehen habe, die sehr, sehr unwahrscheinlich waren und dann auf den Punkt genau so dennoch eingetreten sind, wo ich dann den Schluss daraus gezogen habe, dass es hier scheinbar wirklich eine Art von Führung gibt, ja, in meinem Leben. Und wenn ich jetzt in einer Entscheidungssituation stehe und weiß, dass ich das nicht genau weiß, dass ich also mit meinem normalen, kausalen Denken da nicht weiterkomme, dann versuche ich mit diesen Wahrnehmungen in meiner früheren Biografie in Resonanz zu gehen. Ja, und ich achte darauf, was habe ich damals gefühlt, woran habe ich gedacht, welche Gedanken sind mir da gekommen, wonach habe ich mich ausgerichtet.
Ja, und wenn ich da dann Parallelen erkenne, dann gehe ich ein bisschen mehr ins Vertrauen. Und das ist das schon alles, was ich dazu sagen kann. Ich gehe ins Vertrauen. Ja, das wäre dann das, was man vielleicht im Englischen mit Faith, mit Zuversicht und Glauben übersetzen könnte. Das entsteht dann in mir und von dem lasse ich mich dann im Einzelfall auch leiten. Das heißt nicht, dass das immer positiv sein muss. Da kann man auch mal Schiffbruch erleiden. Nicht? Aber dann ist es für mich immer die besondere Aufgabe, diesen Vertrauenszustand wiederzufinden. Ja, denn etwas Besseres, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in diesen ganz bewusst Unwissenheit, in dieser unvollständigen Informationslage nicht. Die unvollständige Information, also Entscheidungen bei unvollkommener Information, das ist das Interessante auch in der Entscheidungstheorie. Du wirst in der wissenschaftlichen Literatur kaum etwas dazu finden. Ja, Entscheidungen unter Unsicherheit, da gibt es kaum was. Du kannst am besten über Szenariotechniken gehen, aber wenn du daraus dann einen Schluss ziehen willst, dann läuft es am Ende wieder darauf hinaus, dass du verschiedene Szenarien mit Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtest. Nur in dem Moment, wo du das tust, lügst du dir in Wirklichkeit wieder in den Sack. Denn wenn ich die Wahrscheinlichkeit vorher schon wüsste, ja, dann bräuchte ich ja in Wirklichkeit auch diese ganze Technologie hinten dran nicht. Ja, ich finde, das ist immer irgendwie ein geistiger Zirkelschluss. Das Wort habe ich auch im Kopf gehabt. Ja, natürlich. Das sind Zirkelschlüsse, aber wir haben nichts Besseres. Ja, ich glaube, wenn wir das in diesem Bewusstsein verwenden, ja, und sozusagen die Worst-Case-Situationen abfedern können oder vielleicht im günstigsten Fall ausschließen können, ja, sodass wir halt immer ein bisschen auf die Butterseite fallen, ja, halt nicht genau ins Optimum, sondern auf einen Punkt, der immer noch zumindest erträglich ist, auszuhalten, ja, dann ist das schon das Beste, was man erwarten kann in dieser Technologie. Aber wir bewegen uns da auf einem Zwischenstufe zwischen wissenschaftlicher, exakter Planung und spiritueller, geistiger Führung. Weißt du, das denke ich auch, dass das, weißt du, gerade wenn du sagst, Intuition und auf das Bauchgefühl hören etc., du kannst nicht einfach nur rational und so weiter. Und Richtig, ja. die Frage ist sowieso, weißt du, ich habe immer gefragt, oder auch im Buch habe ich so beschrieben, wenn du eine Entscheidung triffst, worauf hörst du? Hörst du auf dein Bauchgefühl oder völlig rational? Und vor allem noch viel wichtiger ist, wann weißt du, was was ist? Wie hast du eine Antwort darauf? Ja, natürlich, wenn du das jetzt explizit ausformulieren willst, als Modell, ich sag mal, als Mindmap oder als Flussdiagramm oder als Prozesschart, ja, da siehst du sofort, was weiß ich und was weiß ich nicht. Ja. Und so ein kurzer Überblick über verschiedene Eintrittswahrscheinlichkeiten und Szenarien ist durchaus hilfreich, um zumindest den Bereich deiner Unwissenheit besser abgrenzen zu können. Ja, dass du sagst, was ist es denn eigentlich, dass ich nicht weiß, was meine Entscheidung jetzt so kompliziert macht? Ist es zum Beispiel nur eine verborgene Variable? Ist es die innere Einstellung eines Vertragspartners, über die ich mir noch nicht ganz genau klar bin? Die versteckte Variable halte ich für weniger gefährlich als die innere Haltung eines Vertragspartners beispielsweise. Ja, weil da komme ich nicht so leicht ran. Ja, wenn sich der nicht öffnen will und einfach nicht ehrlich kommuniziert, dann wäre es am besten, gar keine Verträge zu schließen. Es gibt ja, ich weiß nicht, Bismarck war das, glaube ich, der das mal so schön formuliert hat, der gesagt hat, ich schließe keine Verträge. Weil mit Menschen, denen ich vertrauen kann, da brauche ich keinen Vertrag. Ja, und bei Menschen, denen ich nicht vertrauen kann, da helfen sie mir nicht. Nein, nein, weißt du, es ist ja eigentlich, du triffst ja am Tag ganz viele Entscheidungen. Und woher weißt du, dass du jetzt das wohl überlegt hast und wo, also weißt du, und ich habe halt einfach im Buch geschrieben, weiß nicht, was du davon hältst, dass die erste Entscheidung, dass die quasi das Bauchgefühl ist und sobald du dann ein zweites Mal anfängst, eben darüber nachzudenken etc., dann stellt der Verstand ein. Und zum Beispiel bei einem Autokauf oder so. Ich weiß noch ganz genau, ich habe einmal ein Auto geschrottet, das von meiner Mutter. Und
Und dann sind wir ein Occasion-Auto schauen gegangen. Und ich weiß noch, das erste Empfinden, was ich hatte, das war, nein, das müssen, das, aber wir hatten solche Umstände, um dorthin zu kommen, dass ich mir dann rational gesagt habe, oh, ja, weißt du, dann, das hat sich jetzt der Weg nicht gelohnt und wir brauchen unbedingt ein Auto, weißt du, und das ist schon das Schönreden, das Verschlimmbessern. Und ja, ich hätte auf das Bauchgefühl hören, weil wir hatten nur Probleme mit diesem Auto. Das ist so für mich so das markanteste Beispiel, um dieses Szenario hier zu erklären. Und finde ich spannend, dass du sagst, ja, wir können das in einem Mindmap oder Flussdiagramm oder so. Und das Leben, das ist ja viel spontaner, wo ja, du nicht auf solche Werkzeuge zurückgreifen kannst. Das ist natürlich richtig, ja. Aber was man natürlich machen kann, ist in bestimmten Situationen, das habe ich also in meinen Lehrveranstaltungen damals in der Steuerlehre auch verwendet, das war die Vorstufe von regelbasierten Expertensystemen, eine Entscheidungstabelle verwendet habe. Bei Entscheidungstabellen, da hast du als Eingang, als Input verschiedene Ausgangswerte und im einfachsten Fall stehen die auf 0, 1 oder weiß ich nicht und ist irrelevant. Also diese drei Möglichkeiten. Und am Schluss hast du dann verschiedene Regeln und die können nur auf zwei Werten stehen, trifft zu oder trifft nicht zu. Und in so einer Entscheidungstabelle kannst du eigentlich alle möglichen komplexen Abläufe formulieren. Und es gibt dann einen Algorithmus, mit dem du diese Entscheidungstabellen verdichten kannst, auf die kürzeste Form zusammenbringen kannst. Und das ist dann der Ausgangspunkt für die Formulierung eines regelbasierten Expertensystems. Und da habe ich bei der Diplomprüfung verschiedene Paragraphen aus dem Umsatzsteuergesetz in die Angabe geschrieben und gesagt, machen Sie daraus erstens eine Entscheidungstabelle, zweitens verdichten Sie sie in die minimale Form, ja, und formulieren Sie daraus dann ein regelbasiertes Expertensystem. Das war damals noch in der Zeit, als es noch Rechtsinformatik gab, an den Universitäten auch. Das war also sozusagen die Schnittstelle zur Rechtsinformatik von der Steuerlehre. Hat mir ziemlich viel Spaß gemacht und die Studenten haben es eigentlich auch gemacht. Warum? Weil das war ein eindeutiger Algorithmus und da wussten sie genau, wenn sie das verstanden haben, dann kriegen sie auch die volle Punktezahl. Und so kompliziert ist es nicht. Du musst das Ganze nur 3-4 Mal gemacht haben bei einem Beispiel, dann hast du es auch verstanden. Aber es war damals, wie gesagt, ich habe damals sehr viel noch mit Prolog gemacht. Es hat sich dann einfach aufgehört. Diese ganzen regelbasierten Expertensysteme sind dann komplett verschwunden, weil man offenbar erkannt hat, dass man damit ganze Berufsgruppen überflüssig macht. Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, die brauchst du alle nicht mehr. Ja, und da brauchst du eigentlich auch kein selbstlernendes System, wie jetzt diese neuronalen Netze, die man trainieren muss. Das reicht schon, wenn du mit ganz einfachen regelbasierten Systemen arbeitest. Zumindest um die Routinearbeiten, die 90% der Routinearbeit vom Tisch zu kriegen. Ja, und damit kannst du eigentlich dann in einer Kanzlei mit einer Handvoll Mitarbeitern, die alle Experten für Spezialfälle sind, ein Auslangen finden, weil die 0815 Routineanwendungen, die hast du irgendwo auf einem Server und das kann dann im Extremfall die Sekretärin bedienen. Ja. Das war eigentlich die Zielsetzung. Es hat damals auch eine interessante Entwicklung gegeben. In Journal of Accountancy gab es da lange Abhandlungen in dieser Steuerberater-Wirtschaftsprüfer-Zeitung in Amerika. Das war so in der Zeit, als das Internet schön langsam in die Gänge kam, also kurz nach 2000, zwischen 2000 und 2010, eben in diesen 10 Jahren, wo ich auch Wissensmanagement in Linz unterrichtet habe, da haben sich viele Steuerberater-CPAs in den Vereinigten Staaten mal überlegt, ob sie nach der 80-20-Regel nicht ihre Klientel umstellen sollten. Weil es ist einfach so, dass du normalerweise mit 20% der Klienten 80% deines Umsatzes machst und mit 80% der Klienten nur 20% Umsatz. Ja, also das sind die arbeitsintensiven, mühsamen, die dir aber wenig Deckungsbeitrag, würde man betriebswirtschaftlich sagen, einbringen. Ja, und dann haben sie eben gesagt, okay, ich trenne mich von diesen mühsamen Klienten, die mir zu wenig Deckungsbeitrag bringen. Dafür brauche ich keine Kanzleimiete mehr. Ja, ich verlege zum Beispiel meine Kanzlei auf meine Yacht. Ich wohne sehr schön in einer Bucht, ja, in einem Haus
und habe meine Yacht vor meinem Haus und in der Yacht richte ich meine Kanzlei ein und meine Luxusklienten, ja, denen ich immer mehr Rechtsformen verkaufen kann oder Anlageberatungen oder sonst was ausführen, die lade ich auf die Yacht ein. Wenn Sie wollen, fahren wir auch eine Runde, ja, ein bisschen spazieren. Ja. Und da kann ich wesentlich mehr verdienen in der angenehmeren Umständen, als wenn ich jeden Tag in die Kanzlei in der Innenstadt fahre, ja, da meine Probleme habe und mich dann mit 80% der Klienten rumschlage, die mir nur 20% des Umsatzes bescheren. Das war ein richtiger Boom damals, ja, wo die, und das war das erste Mal, dass man von der Telearbeit, hieß es damals noch, sprach. Teleworking. Weil die haben ihre Kanzleimitarbeiter dann auch nach Hause geschickt und gesagt, arbeitet am Laptop. Und da hat man dann auch Erfahrungsberichte lesen können, nicht? Also das muss dann ein robustes Gerät sein und man muss immer ein Zweitgerät zu Hause haben, einen verlässlichen Techniker in Rufweite. Weil in der Kanzlei ist es was anderes, nicht? Da hat man halt Verträge mit irgendwelchen Serviceleuten, die dann auf Knopfdruck kommen, wenn was nicht passt. Und das musst du dann halt in deinem privaten Umfeld als Mitarbeiter selbst regeln. Ich habe nur eine Frage. Nein, eigentlich ganz viele, aber wie integrieren wir dieses Konzept in StarConnect oder CapNet? Oder jetzt in StarConnect? Ja, da sind wir ja eigentlich schon fest unterwegs, nicht? Da müssen wir jetzt schauen, dass alle Leute eine vernünftige IT-Ausstattung daheim haben. Nein, das ist nicht das Ding, sondern vom System, was du vorhin aufgestellt hast. Du meinst das regelbasierte System. Genau. Da müssen wir, ja, am schönsten wäre es, in dem Fall auch mit den Entscheidungstabellen anzufangen. In Kombination mit der Diamant-Datenbank, die ich Sie genannt habe. Ja, das wäre eine Möglichkeit, genau. Das ist dann eben eine kombinierte Daten- und Regelbank. Da sind dann Regeln eben auch enthalten. Ja, ich weiß nicht, wie willst du dir irgendwie solch ein Projekt anlachen? Ja, man muss sich das mal genauer anschauen. Denkbar ist das, gar keine Frage. Ja, weißt du, weil an den Meetings ist es derweil so, dass du nicht so viel sagst. Ja, ganz, ganz ehrlich, Melik, weil ich mich jetzt in dieses Projekt, wo es jetzt um das Geld verdienen und um die Rechtsanwalts-IT mit den neuronalen Netzen geht, da habe ich ehrlich gesagt auch noch zu wenig Erfahrung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist mein Laptop momentan mit den Programmen, die da drauf laufen, jetzt schon fast überfordert. Ja, also Obsidian zu starten und zu schauen, bis das alles läuft, ist ein Abenteuer. Was? Da kann ich jedes Mal 20 Minuten zuschauen, bis sich wieder mein Cursor bewegt. Ja, er läuft da jetzt schon, pfeift auf aus dem letzten Loch. Und wenn ich mir jetzt da noch ein Chat-GPT for all oder irgendwas installieren würde, dann startet er wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, also es ist leider Gottes so momentan, deswegen halte ich mich momentan zurück. Was ich tun kann, sind kleine lokale Anwendungen, zum Beispiel Regelbanken im Prolog auszutesten für bestimmte Anwendungen, ist kein Problem. Ich habe verschiedene Prolog-Varianten installiert, die brauchen auch nicht wahnsinnig viel Platz und Rechenpower. Das könnte ich jederzeit in Angriff nehmen. Wir müssten die Problematik eben sozusagen ein bisschen auseinanderdividieren. Wo können klare Regeln eingesetzt werden, wobei man natürlich auch Fuzzy Logic verwenden kann, ja, aber eben keine neuronalen Netze. Du könntest rein theoretisch neuronale Netze auch im Prolog programmieren, aber ich habe mir das seinerzeit in Pascal mal angeschaut. In Pascal und in C habe ich mit neuronalen Netzen eine Zeit lang rumgespielt und ich muss ehrlich sagen, auch als Programmierer, als Entwickler blickst du nicht wirklich durch, warum ein Programm jetzt, wenn es trainiert wird, da in eine bestimmte Richtung geht. Du kannst natürlich hinterher die Gewichtungen in den Knoten auswerten, aber da fehlt immer noch die Brücke zum kausalen Zusammenhang. Ja, das bleibt einfach eine Matrix mit bestimmten Zahlen, aber das sagt dir jetzt nichts auf der semantischen Ebene. Das ist die Schwierigkeit. Ich frage mich sowieso, wie man so etwas auswerten kann, aber da bin ich ja auch zu wenig technisch. Melik, am Ende des Tages nur über die Performance. Ich habe mir diesen Spielfilm angesehen, der da gedreht wurde,
von Google, wo sie den Go-Weltmeister besiegt haben. In 5 Partien hat er dann 4-mal verloren und nur eine gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war absolut gewaltig. Und du hast gesehen, die Programmierer haben, während das Programm nachgedacht hat, dem zugesehen. Und die haben auch ganz genau gesagt, sie haben keine Ahnung, wieso der so oder so entschieden hat. Und da gab es Go-Meister, die die Partie kommentiert haben, die gesagt haben, also wieso er jetzt diesen Zug macht, keine Ahnung, das ist ihrer Meinung nach ein Fehler. Ja, und 4, 5 Züge hinterher hat sich als grenzgenial herausgestellt. Und sogar die Meister haben das nicht so weit erkennen können. Was ist grenzgenial? Ja, und ja, das war völlig irre. Und was mich am meisten interessiert hat, war dann die Reaktion des Menschen. Das war, glaube ich, in der damaligen Zeit ein 28-Jähriger, der aber schon 5-mal hintereinander Weltmeister wurde. Südkoreaner, glaube ich, war das. Und der war aber nicht frustriert. Ich habe mir gedacht, vielleicht sagt er am Schluss, jetzt höre ich auf, gut zu spielen, weil ich kann gegen eine Maschine nicht mehr gewinnen. Hat er aber nicht. Ganz im Gegenteil. Er hat gesagt, dieses Programm hat ihm eine völlig neue Sichtweise auf Go gezeigt. Ja, also das ist auf, super. So, das ja, so, mir. So hat er Go noch nie erlebt, sagt er. Und das ist für ihn wieder ein Ansporn, das völlig neu zu betrachten. Aber weißt du, was das für mich heißt? Das ist ja genau dort, wo wir hinwollen. Ja, Misserfolge immer wieder als Ansporn zu interpretieren. Richtig, genau. Aus dem Misserfolg zu lernen. Das ist es auch. Ja, genau. Die Wege zu gehen. Und ihn als, weißt du, er hat ihn nicht als Rivalen gesehen, sondern als Konkurrenz, als Mitläufer. Als Meister, von dem er etwas lernen kann. Ja, ich finde das super. Ja, genau. Ja, richtig. Als Meister. Ja. Und weißt du, das ist ja für mich, war das dann ein ganz starker Unterschied zum Schach. Ja, weil in Schach hat ja auch Deep Blue damals den Kasparov besiegt. Und bei Schach ist es so, da kannst du ja noch einigermaßen die Spielzüge als Entscheidungsbäume unterbringen. Wenn du ausreichend Arbeitsspeicher und Rechenpower hast, dann speicherst du einfach von allen bekannten Meisterpartien, die in der Literatur vorhanden sind, alle diese Zugbäume ab und dann hat er schon einmal ein Ausgangswissen, wo du als Durchschnittsspieler schon mal keine Chance hast. Ja. Und das geht aber im Go nicht. Weil in Go sind die kombinatorischen Möglichkeiten dermaßen hoch, dass sich die vollständigen Bäume nicht mehr ausgehen im Speicher. Der muss also wirklich auf einer ganz anderen Ebene dieses Nachdenken simulieren, ja, mit bestimmten Techniken. Und da wird es dann interessant. Ja, da kannst du dann die Algorithmen über die Performance bewerten. Jetzt bin ich dann als nächstes gespannt, ob es dann auch so, wie das damals bei den Schachprogrammen war, eigene Turniere von Go-Programmen geben wird, die gegeneinander antreten. Ja? Das wäre dann doch was. Eine Zeit lang, ich habe ja in meiner Jugend einigermaßen viel Schach gespielt und es gab dann eine Toolbox für Turbo Pascal für Schach. Und da hattest du ein eigenes Schachprogramm, das konntest du am PC zum Laufen bringen und du hattest auch das Brett und die Symbole und so, ja. Und du konntest diesem Programm beim Nachdenken zuschauen. Du konntest auch sagen, wie gut das spielen soll. Ja, so ähnlich wie bei einem heutigen Schachcomputer. Und das nächste war dann, dass eben Kasparov, nachdem er da gegen die Blue verloren hat, sich der Entwicklung von Schachprogrammen gewidmet hat. Der hat dann gesehen, dass er gegen diese Technik keine Chance mehr hat, aber dann hat ihn die Programmierung wieder interessiert. Er hat gesagt, wie macht das Programm das eigentlich? Und war dann auch bei verschiedenen Schachprogrammherstellern, Berater, ja, und hat sich dort eingebracht. Und das finde ich auch genial, genauso wie bei dem Südkoreaner, der gesagt hat, für ihn schaut Go jetzt anders aus. Echt? Also du steigst dann eben auf einer anderen Ebene wieder in das Spiel ein und sei es als Metaspieler, also als der dann Spiele programmiert. Und dort hat es dann die Turniere gegeben, Computer gegen Computer, Programm gegen Programm. War auch schön und interessant. Weißt du, das erinnert mich da an diese Roboter-Turniere, die gegeneinander kämpfen. Ja, habe ich auch gesehen bei uns in Wien an der Technischen Universität. Da hat es ein Team gegeben und die schicken dann immer die kleinen Roboter gegeneinander aufs Schlachtfeld. Und da kommt dann einer mit einer Kettensäge, mit einem Hammer und so. Das ist unglaublich lustig, ja. Und es gibt ja einen Film mit Hugh Jackman.
wo es um Roboter geht, die gegeneinander boxen. Und er hat aber einen Anzug an und er boxt selber. Und spannend wäre, wenn die jetzt wirklich so große, gerade zum Beispiel Boston Dynamics oder so, dass die Roboter machen gegen Google und so weiter, die gegeneinander kämpfen, die kriegen dann solche Programme reingespielt, wie zum Beispiel bei Matrix, wo Kung Fu drin ist und was weiß ich. Und dann, das wäre schon sehr spannend. Und natürlich ist es spannend, wenn Menschen das tun, aber ja, es sind auch schon Menschen dabei gestorben. Und wie sie dann nicht die Roboter machen lassen, finde ich ja auch ein spannender Ansatz. Und das, was für mich viel wichtiger und viel interessanter ist, und das ist das, wo ich mich derzeit nicht spezialisieren, aber interessieren will, ist, was machen wir, wenn die Roboter die Aufgaben übernehmen? Und das. Ja, es hängt davon ab, welche Aufgaben. Wenn das alltägliche Aufgaben sind, die uns lästig sind, ja, oder die unangenehm sind oder gesundheitsschädlich, ja, was auch immer, dann ist das in Ordnung. Wichtig ist dann nur, dass das Einkommen derer erhalten bleibt, die diese Aufgabe dann nicht mehr erledigen werden, manuell. Weil, wie gesagt, die größte Gefahr, die wir im heutigen Geldsystem haben, ist, dass es immer dann, wenn das letzte Glied der Versorgungskette wegfällt, dort keine Kaufkraft entsteht, es automatisch zum Pyramidenspiel wird. Und es ist vollkommen egal, ob das jetzt von Haus aus so beabsichtigt und geplant war oder ob es sich später einfach ergibt. Das ist in jedem Wirtschaftszweig so. Wenn der Letztverbraucher keine Kaufkraft hat, wird das ganze System zum Pyramidenspiel und damit ist es dem Untergang geweiht. Zumindest im verzinsten Schuldgeldsystem ist es dann dem Untergang geweiht. Ja, da sind wir ja mittendrin und deshalb, ich finde es legitim von dir, in diesen Sphären zu denken, der ewige Dialog. Und ich bin halt dort, wo ich sage, wir können ganz sicher ein Angebot machen, ohne dass wir das haben. Weißt du, Matrix zum Beispiel ist ein super Beispiel, und zwar Animatrix, was erklärt, wie dass die Maschinen in den Streit gekommen sind mit den Menschen oder umgekehrt, wie du das formulieren willst. Und dass sie halt einfach in absolutem Wohlstand gelebt haben. Natürlich. Sorry. Natürlich haben sie in Dekadenz gelebt. Und das ist ja genau dort, wo ich eben halt eben nicht hin will. Was wollte ich eigentlich damit sagen? Ja, ist sowieso gut. Es ist Halbzeit. Ja, wenn du mich entschuldigst, bin ich 5 Minuten wieder da. Ein paar Sekunden später. Wir waren bei Outwitting stehen geblieben eigentlich und sind dann sehr weit abgeschweift. Genau. Der letzte Punkt war das Pflichtgefühl, wo der Teufel sagt, eines der am wenigsten verstandenen, am meisten missbrauchten Wörter, oberste Pflicht besteht gegenüber einem selbst. Napoleon Hill fragt dann auch konsequent, ist das nicht eigene egoistische Einstellung und Egoismus eine Quelle des Unglücks? Gibt es denn keine Pflicht von Kindern gegenüber ihren Eltern? Und Teufel sagt ganz und gar nicht, es ist eigentlich umgekehrt. Die Eltern schulden ihren Kindern ein Maximum an Wissen und Erfahrung. Napoleon Hill fragt dann, es ist also Ihre Meinung, dass Eltern oft die Kinder verderben, indem sie ihnen ein falsches Pflichtgefühl erwecken und sie indoktrinieren, anstatt sie zum eigenständigen Denken und Leben zu erziehen? Sagt der Teufel, das genau ist meine Philosophie, aber keine Theorie, sondern Fakten. Napoleon Hill meint dann, in welcher Weise sollten sie denn dann beten? Und das finde ich lustig, dass er den Teufel fragt, wie man beten soll. Der Teufel antwortet, ich unterstütze das sogar, aber kein Betteln mit sinnlosen Phrasen, sondern mit einer bestimmten Absicht. Menschen, die mit bittenden Gebeten agieren, hatten zuvor meist Misserfolg und nehmen Zuflucht zum Gebet. In der Angst, die Gebete würden nicht erhört, wird aber das dann auch manifestiert. Wer weiß, was er will und sich an die Naturgesetze anpasst, erreicht auch seine Ziele. Okay. Napoleon Hill meint dann, steht das in der Tradition der Lehren von Jesus? Und der Teufel antwortet vollkommen und im Einklang mit allen großen Philosophen. Napoleon Hill sagt, steht das auch im Einklang mit der Wissenschaft?
und der Teufel, die Zielgerichtetheit ist der Unterschied zwischen einem Wissenschaftler und einem Drifter. Durch diese Bestimmtheit von Plan und Ausführung erzwingt der Wissenschaftler von der Natur ihre Geheimnisse. Jeder große Wissenschaftler hat mit dieser Bestimmtheit geforscht, und wenn dies allgemein praktiziert würde, dann wird meine Herrschaft in Stücke geschlagen. Ich gedeihe nur in Unwissenheit, Aberglauben und Angst. Okay, setzt jetzt natürlich konstante, im Hintergrund vorhandene objektive Naturgesetze voraus, dieser Modellansatz, dieses Weltbild. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das empirisch dann überprüfen lässt, ob das wirklich das Ergebnis wäre. Denn je mehr wir uns mit diesen Schnittstellen zwischen Bewusstsein und sogenannter materieller Realität auseinandersetzen, desto mehr bemerken wir, dass der Beobachter auch ein Mitwirkender ist. Dass da also sehr viel vom eigenen Geist, der eigenen Erfahrung und Wahrnehmung auch eingebracht wird. Auf welcher Ebene das dann passiert, ob es die Quantenebene ist oder eine andere Dimension, das können wir noch nicht letztendlich abklären. Vielleicht gibt es Menschen, die das schon wissen und vielleicht auch verwenden, aber jedenfalls ist das nicht öffentlich bekannt. Das wird uns noch nicht so bekannt gegeben. Also Zielgerichtetheit ja, aber ich interpretiere das dann auch immer wieder ein bisschen subjektiv. Zielgerichtetheit ist sozusagen für mich das Folgevertrauen auf das Ergebnis. Und nicht einfach nur eine konsequente Ausführung von Plänen. Denn wie gesagt, der Plan gibt ja diesen merkwürdigen Spruch, aber man kann ihn auch ernst nehmen. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm deine Pläne. Gut. Napoleon Hill sagt dann, warum übernimmst du nicht einfach die vollständige Macht und verhinderst das? Und dann sagt der Teufel, weil mein Gegenspieler, du nennst ihn den Allmächtigen, die positive Kraft ebenso notwendig ist zum Ausgleich der Kräfte wie ich selbst. Das ist für mich jetzt eine interessante Formulierung. Er spricht auf der einen Seite von einem Gegenspieler, ist daher im Dualismus verhaftet, der Teufel. Und er sagt, dass der Gegenspieler, die positive Kraft, notwendig sei zum Ausgleich der Kräfte. Also unterwirft sich der Teufel bewusst einem anderen, höheren Naturgesetz, nämlich Ausgeglichenheit von Kräften. Und damit kann natürlich der Teufel kein Herrscher und keine Eminenz sein, wie er sich so gerne anreden lässt. Ja. Es scheint so zu sein, dass der Teufel Angst hat, dass er selbst Angst hat, bestimmte Gesetze zu verletzen, die in seiner Wahrnehmung über ihm selbst stehen. Sonst würde er sich einem Gesetz des Ausgleichs von Kräften gar nicht unterwerfen. Welche Kräfte das sind, welches Glaubenssystem beim Teufel hier dahinter steht, wird uns nicht offengelegt. Wie interpretierst du das, Elik? Ja, weißt du, letztendlich hat das Buch ein Mensch geschrieben. Und ja, natürlich hat es ein Mensch geschrieben, es kommt aus der menschlichen Vorstellungskraft. Genau, deshalb ist ein dualistisches System natürlich nicht eine Voraussetzung, aber es ist ganz sicher legitim. Und ich finde. Ja, aber ich meine jetzt das Unterwerfen unter einem höheren Naturgesetz, Ausgleich der Kräfte. Wieso? Weil er ist sich dessen bewusst, wie die Sachlage ist. Wenn ich Fußball spielen will, dann weiß ich, brauche ich einen Kontrahenten. Sonst, ja, aber du wirst trotzdem wahrscheinlich, je nach deiner Moralvorstellung, alles zu Gebote Stehende tun, um zu gewinnen. Ja. Aber für mich klingt das jetzt so, wenn du ein Tor schießt, ja, dann sagst du dir, jetzt muss ich ein bisschen nachlässiger spielen, damit der Gegner auch ein Tor schießt, weil das oberste Ziel ist, dass es unentschieden ausgeht. Nein, ist es nicht. Er steht sogar mit, er hat 98 Tore Vorsprung, wenn es 100 Tore gibt, um ein Spiel zu gewinnen. Ja, aber warum spricht er dann vom Ausgleich der Kräfte?
Weißt du, die Menschheit ist ja nicht alles, was es gibt. Es gibt ja noch sehr viel mehr als die Menschheit. Und er sagt, am Anfang vom Interview sagt er ja, dass er sich darauf fokussiert hat, ihn interessieren nicht die Kräfte da draußen und so weiter, sondern er will eigentlich die Menschheit versklaven. Und er ist sich aber dafür bewusst, dass er hier auf einem Spielfeld ist und dass es Schiedsrichter gibt und dass es ein Ergeben und ein Nehmen ist. Also ja, da kommt aber jetzt gleich anschließend, Melik, ein hochinteressanter Teil des Dialogs. Napoleon Hill antwortet ihm nämlich auf diese Aussage, dann haben Menschen ein größeres Wahlrecht als du und deine positive Gegenkraft. Und der Teufel sagt, das ist korrekt, es ist den Menschen aber noch nicht bewusst. Weißt du, was ich finde das wirklich spannend. Weil gerade die Metapher oder die Analogie, die wir genommen haben jetzt mit dem Fußballspielen, ja. Irgendjemand schaut hier diesem Fußballspiel zu. Ja, richtig, genau. Genau. Und das sind ja eigentlich wir. Und wir können uns eigentlich dafür entscheiden, jetzt dieses Fußballspiel zu schauen. Irgendwie ein Brezel oder ein Bier zu bestellen, den Cheerleadern in der Pause, okay, im Fußball nicht, aber im American Football zuzuschauen oder einfach nach Hause zu gehen und etwas anderes zu tun. Also ich finde das wirklich eine sehr spannende Aussage, wenn er sagt, dass wir mehr Kraft hätten als diese beiden Kräfte miteinander vereint. Ja, und das heißt, der Mensch kann sozusagen sich auch als Zuschauer abmelden, wenn er das möchte. Nicht? Denn der Beobachter ist ja immer eine schöpferische Kraft in Wahrheit und nicht eine passive. Der bringt ja seine ganze Wahrnehmung und Interpretation als Teil dieses Schöpfungsakts in diesen Prozess mit ein. Nicht? So wie wir wissen, es gibt keine nicht beobachteten Ereignisse. Nicht? Nach Niels Bohr, ja. Gibt es den Mond wirklich nicht, wenn keiner hinschaut? Beweisen Sie mir das Gegenteil in diesem Sinne. Und jetzt sagt der Teufel, das ist korrekt, es ist den Menschen noch nicht bewusst. Und Napoleon Hill fragt dann, welchen Sinn machen dann aber Schulen und Kirchen? Der Teufel antwortet jetzt etwas sehr Nettes, er sagt, ich bin kein Rätsellöser. Keine Ahnung, was ihr euch dabei vorgestellt habt, wie ihr Schulen und Kirchen in die Welt gebracht habt. Ja, für mich gibt es keinen Sinn, da müsste ich selber drauf kommen. Und dann sagt Napoleon Hill, sind aber denn die Schulen und die Kirchen nicht deine größten Feinde? Der Teufel sagt, das mögen sie denken, tatsächlich sind sie meine größte Hilfe. Sie bringen junge Menschen zum Driften, weil sie eigenständiges Denken verhindern. Es wirkt eigenartig, dass du mich um den Weg zu einem erfüllten Leben fragst. Ich würde meinen, du solltest meinen Gegner danach fragen, warum nicht? Napoleon Hill sagt, Eure Exzellenz, Sie sind hier in der Antwortpflicht, nicht ich. Irgendetwas im Bildungssystem läuft grundlegend falsch und indoktriniert uns in die falsche Richtung. Erstens, was ist die größte Schwäche dieses Systems? Und zweitens, wie kann sie beseitigt werden? Mhm. Und da sagt dann der Teufel, das Schulsystem trainiert Kinder im Faktenlernen anstatt in der Verwendung ihres unabhängigen Verstands. Ein weiterer Fehler ist, dass die Bestimmtheit der Absicht, also die Zielstrebigkeit, nicht gelehrt wird. Praktische Anwendung, Fähigkeiten werden ebenfalls nicht gelehrt. Die Absolventen besitzen dann Zeugnisse, aber keinen geschulten Verstand. Napoleon Hill sagt dann, wie könnte man diese Schwäche beseitigen? Und der Teufel sagt, stecke deine Nase nicht in die beiden mächtigsten Institutionen deiner Zeit, Schulen und Kirchen. Womit möchtest du Schule und Kirche ersetzen? Napoleon Hill, weiche meiner Frage nicht aus. Ich möchte sie nicht ersetzen, sondern positiv transformieren. Dann sagt der Teufel, das bedeutet für mich Selbstverrat. Lass die Schüler als Lehrer und die Lehrer als Schüler fungieren. Lass alle Schüler durch praktische Anwendung tagtäglich nützlicher Dinge lernen. Lehrt sie, nützliche Ideen zu erkennen und ihre Zeit gut zu planen. Lehrt sie Ernährung und die daraus resultierende Gesundheit. Lehrt sie Macht über ihre Gefühle und wie sie diese Gefühle für ihre Zwecke und Ziele einsetzen können, anstatt von ihnen versklavt zu werden. Lehrt sie einen Sinn im Leben zu erwählen. Lehrt sie die Macht der Gewohnheit und des hypnotischen Rhythmus. Lehrt sie aus Rückschlägen wichtige Lehren zu ziehen. Lehrt sie unabhängig zu denken und Unabhängigkeit von Suchtmitteln und Sex und wie das zum Driften verführen kann. Verbietet all das nicht, erklärt es einfach nur.
Lehrt sie die Gefahren übernommener Sichtweisen von Eltern oder Lehrern? Ermutigt sie dazu, den sechsten und höhere Sinne zu erkunden und zu verwenden? Lehrt sie zu sich selbst immer ehrlich zu sein? Ich würde sagen, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das könnten schon diese 7 Punkte sein, was er gesagt hat. Nein, es sind mehr. Ja, umso besser. Napoleon Hill sagt, würden diese Änderungen dann die Schüler gegen Drifting immunisieren? Sagt der Teufel, ja, das ist eine der Folgen. Napoleon Hill, wie könnte man diese Änderungen praktisch umsetzen? Der Teufel sagt, die beste Methode wäre es, all das zunächst bei den privaten Schulen umzusetzen und damit die öffentlichen Schulen unter Zugzwang zu setzen. Schulklassen sollten durch Konferenztische wie bei Geschäftsleuten ersetzt werden. Das finde ich jetzt natürlich wieder lustig, ja, von dem Unternehmensberater Napoleon Hill. Der sieht natürlich das oberste Ziel in den Geschäftspraktiken der erfolgreichen Geschäftsleute. Die Lehrer sollten Wissenschaftler, Künstler, Ingenieure und Geschäftsleute sein. Napoleon Hill, lass uns kurz die Kirchen betrachten. Alle Kirchenleute predigen gegen die Sünde, definieren sie aber nicht genau. Kannst du mich diesbezüglich aufklären? Teufel sagt, Sünde ist alles, was man tut oder denkt, das einen unglücklich macht. Okay, das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Ich sage jetzt einmal dazu, auf lange Sicht unglücklich macht. Ja, denn kurzfristig sich glücklich zu machen, du wirst ja möglicherweise auch durch Suchtmittel kurzfristig glücklich. Ja? Oder wenn du dich in eine angenehme Gewohnheit begibst, die dich langfristig aber behindert, deine Entwicklung, und dich damit versklavt. Also langfristig nachhaltig unglücklich. Weißt du, es hat alles sein Dafür und Dawider. Weil gerade das... Das Bild gestern, wie hat das geheißen, was ich reingehalten habe, wo ich eigentlich ein Gespräch anzetteln wollte bei Gott und die Welt. Das Unglück macht weise, es öffnet die Augen gegen die Vorurteile, die sie blendeten und klärt uns über die Nichtigkeit der Dinge auf. Ja. Und das ist ja genau das, weißt du, sind es die 7 Todsünden oder sind es die 7 Lebenslehren? Und genau. Die Frage ist, stehst du wieder auf, wenn du auf die Schnauze gefallen bist? Richtig, ja. So und ist. Wenn das gegeben ist, wenn du wieder aufstehst, dann kann ja eigentlich alles ein Segen sein, auch selbst die traurigste Geschichte. So ist es, wie der Chinese sagt, nicht? Ich weiß nicht, ob das ein Unglück ist, ich weiß nicht, ob das ein Glück ist. Genau. Das ist die lehrreichste Geschichte in dem Zusammenhang. Menschen, die körperlich, geistig und seelisch im Gleichgewicht sind, sollten immer glücklich sein, meint der Teufel. Napoleon Hill sagt, bring mir ein paar Beispiele. Der Teufel sagt, Völlerei ist eine Sünde, denn es schadet der Gesundheit. Übermäßige Sexualität schwächt die Willenskraft und lässt einen driften. Es ist eine Sünde, den Geist von negativen Gedanken und Gefühlen wie Gier, Neid, Angst, Hass, Intoleranz, Eitelkeit fluten zu lassen. Denn auch das führt zum Driften. Betrug, Lüge und Diebstahl sind Sünden, denn diese Gewohnheiten zerstören die Selbstachtung und damit auch das Glück. Es ist eine Sünde, in Unwissenheit zu verharren, denn das führt zu Armut und Abhängigkeit. Es ist eine Sünde, vom Leben etwas zu akzeptieren, das man nicht will, denn das schwächt den menschlichen Geist. Napoleon Hill sagt, bist du der oberste Lenker der Sünden? Der Teufel sagt, ja, bin ich. Napoleon Hill, kannst du Menschen beeinflussen, die keine solche Sünden begehen? Meint der Teufel, nein, das kann ich nicht. Napoleon Hill, was sind die häufigsten und zerstörerischsten Sünden? Und der Teufel meint, Angst und Unwissenheit. Napoleon Hill, was ist Glaube? Und der Teufel antwortet, das ist ein Zustand positiver Gedanken, indem man die universellen Gesetze nutzt, die Wirklichkeit zu steuern. Die Abwesenheit aller negativen Gedanken. Napoleon Hill sagt, also ist Glaube die Zielstrebigkeit positiver Gedanken kombiniert mit der Zuversicht der tatsächlichen Realisierung. Das ist eine schöne, spannende Formulierung jetzt in diesem Schluss. Die Zielstrebigkeit positiver Gedanken kombiniert mit der Zuversicht der tatsächlichen Realisierung. Ich glaube, das ist, wenn du dich jetzt als Beobachter wahrnimmst, ja, ist das die Erklärung der schöpferischen Kraft.
die dann daraus erwächst. Und damit sind wir beim nächsten Kapitel, das wesentlich kürzer ist, und das ist der Selbstdisziplin gewidmet. Napoleon Hill fragt, wie kann man die optimale Zielstrebigkeit erreichen? Und der Teufel sagt, durch Selbstdisziplin. Napoleon Hill, wo sollte man beginnen, um Selbstdisziplin zu erwerben? Der Teufel sagt, indem man die drei Ursachen bewältigt, die einen von der Selbstdisziplin abhalten. Folgende Süchte sind dies. Erstens Essen, zweitens Sex, drittens unüberlegte Meinungen zu äußern. Auch interessant, vor allem heute in diesem Zeitalter der sozialen Netze. Also diese Themen, die er jetzt bringt, sind von mir aus gesehen die wichtigsten. Ja. Napoleon Hill fragt, gibt es auch noch andere Süchte, die unter Kontrolle gebracht werden sollten? Sagt der Teufel, ja, etliche, aber die drei genannten sollten zu Beginn unter Kontrolle gebracht werden. Danach können die weniger wichtigen einfach überwunden werden. Napoleon Hill sagt, doch diese drei sind doch natürliche Begierden. Sagt der Teufel, ja, sie sind natürlichen Ursprungs, doch sehr gefährlich für Menschen, die sie übertreiben. Napoleon Hill sagt, bring mir Beispiele für Übertreibungen. Sagt der Teufel, nehmen wir das Bedürfnis nach Nahrung. Die meisten Menschen sind so schwach, dass sie sich nur vom Geschmack leiten lassen und dadurch ihre inneren Organe überlasten. Dadurch kommt es zu Verstopfung und Vergiftungserscheinungen. Zu viel und falsche Ernährung schadet auch dem Geist. Sie sind die hauptsächliche Ursache für körperliche Probleme. Auch die Begierde nach Sex muss kontrolliert und die Energien in konstruktive Leistungen transmutiert werden. Den Sex zu kontrollieren führt zu natürlicher Energie, ohne vom gewählten Ziel abzulenken. Eine der schädlichsten Begierden ist das Aussprechen unreflektierter Meinungen. Da sagt jetzt Napoleon Hill, aber welche Gefahren liegen in der Meinungsfreiheit? Sagt der Teufel, diese Neigung füttert das Ego und die Eitelkeit. Außerdem vergeben diese Menschen sich die Chance, durch Zuhören zu lernen. Emotionale Redner können große Macht über ihr Publikum ausüben. Auch das Schreiben unerwünschter Briefe zählt zu dieser Schwäche. Da hat Napoleon Hill dann eingestanden, dass er das selber auch oft gemacht hat und er findet das auch nicht wahnsinnig schädlich. Aber der Teufel sagt dann, das Recht der freien Rede kann niemals genommen werden. Aber die Vernunft sollte uns die Grenzen dazu aufzeigen. Also er sagt, man muss halt daran denken, wie man sich auch in der Öffentlichkeit und sonst wo darstellt, welches Bild dann in anderen von einem entsteht und da kann man sich dann langfristig Nachteile einhandeln. Und das finde ich ganz interessant, das ist etwas, was wir jetzt gerade in den sozialen Netzen wunderbar beobachten können. Wie schnell einfach nur jemand eine unreflektierte Meinung irgendwo hineinpostet und dann darauf besteht, dass das genau so sein muss, weil er dafür bestimmte Quellen nennen kann. Aber wenn er auf eine andere Meinung stößt, die nicht einfach akzeptiert und tolerant sagt, gut, dann bring mir doch Beispiele für deine abweichenden Erfahrungen und lass uns da einen neutralen Austausch darüber führen, sondern es geht am Ende immer darum, Recht zu haben und den anderen belehren zu wollen, weil man sich dann offensichtlich etwas über ihn erhebt. Man ist dann in einer gefühlten Lehrer-Schüler-Situation. Und ich glaube schon, dass das sehr viel von dem autoritären Bild in den Schulen widerspiegelt in unserer Gesellschaft. Nicht? Denn wir haben das uns angewöhnt oder es ist uns so indoktriniert worden, dass der Lehrer, der vor der Klasse steht, dann immer Recht hat, letztlich. Und diese Autoritätsrolle und dieses Autoritätsgefühl, das wollen dann sehr viele Menschen unbedingt in sich zum Erklingen bringen, indem sie sich in diese Rolle einleben und dann die anderen immer zurechtweisen. Ja, das sehen wir wunderbar bei Veranstaltungen wie Korrektiv und anderes, obwohl die natürlich auch ihren politischen Auftrag haben und obwohl die natürlich auch gekauft und bezahlt sind. Ich habe mir jetzt auf MP3 im Auto angehört, ein Interview mit einem Autor, der hat ein Buch letzt veröffentlicht mit dem Titel Umstritten. Man sagt, dieses Attribut umstritten sollte in der heutigen Zeit eigentlich ein Ritterschlag sein. Ja, denn die Mainstream-Medien, die hängen das heute jeden an, der eine abweichende Meinung vertritt. Man sagt, das sind aber in Wirklichkeit genau die, die noch eigenständig denken können.
Ja, weil wer sich einfach vom Mainstream und den Zeitungen überrollen lässt und einfach unreflektiert das übernimmt, was die dort hinaus posaunen, der denkt nicht eigenständig. Deswegen ist umstritten jetzt nichts Negatives, sondern auch schon im ersten Schritt wäre es eigentlich einmal nur neutral zu werten. Man sagt, okay, in dem Bereich hat man sich noch keine endgültige Meinung gebildet, da ist das noch in Diskussion und das ist ja in Wirklichkeit höchstens interesseweckend. Wenn man sagt, aha, das ist noch nicht ausdiskutiert, dann lass uns das ein bisschen näher beleuchten, diese Thematik. Aber so ist es nicht gewünscht, ja, und so wird es auch nicht verwendet, sondern es soll ein abwertendes Attribut sein für bestimmte Menschen und Sichtweisen. Weißt du, für den Faschist ist alles, was nicht zu ihm gehört, das muss zerstört werden. Und Ja, lieber Medik, das gilt aber auch für den Kommunisten, nicht? Das gilt für jede kollektivistische und autoritäre Gesellschaftsform. Haben wir leider. Hatten wir, wenn wir die menschliche Geschichte anschauen, zumindest das, was uns heute bekannt ist, auch in den Schulbüchern, hatten wir eigentlich durchgängig solche Gesellschaftsformen. Es war immer ein hierarchisches System, wo eine kleine Elite, eine Herrscherklasse oben bestimmt hat, was die zulässigen Wahrnehmungsformen und Narrative sind. Und das ist ja auch der Punkt, warum es uns heute so schwer fällt, in eine andere Lebensform zu wechseln, wo diese absolut rigorose Meinungsvorgabe als einzig zulässige Form so nicht existiert, sondern wo wir sagen, wir lassen auch unterschiedliche Sichtweisen und Lebensformen nebeneinander bestehen und zu. Es wird bei Star Connect, finde ich, wird es sehr, sehr elementar darauf ankommen, wie in der Zielsetzung ja auch beschrieben, dass wir regionale Religionen und Rituale und Volksbräuche etc. unangetastet bestehen lassen. Wir sagen, die Menschen können sich da jetzt wohlfühlen und entwickeln, wie sie das sonst auch tun würden. Wir bringen ihnen lediglich die Technologie und natürlich auch bestimmte Kommunikationsformen, Umgangsformen und Organisationsmittel, wie sie weniger Konflikte zu durchleiden haben und wie sie vielleicht aus verschiedenen Rückschlägen dann besser profitieren und ihre Lehren ziehen können. So als wesentlicher Nukleus von Star Connect. ich bin gerade an Lösungen im Kopf am Erarbeiten, wie man Frieden stiften kann. Und von mir aus gesehen ist es ganz klar: Kommunikation. Klarheit schaffen und so weiter. Und da muss ich an diese Affenart denken, die alle ihre Probleme löst, indem sie miteinander kooperieren. Ja, das ist auch eine Lösung. Und ich so, okay, ich bin Du nicht meinst so. sicher die Bonobos. Was? Die Bonobos. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Ja, Sie sind ganz kleine das Affen. ist schimpansenartig. Die schauen aus wie Schimpansen, ein bisschen kleiner. Das sind die Bonobos, ja. Und wir sind ja gegen Promiskuität, von dem her dürfen wir andere Lösungen finden. Andererseits, es wäre ein bionisches Prinzip von der Natur zu lernen. Also löst die Probleme nicht. Das ist ja, ist die Frage, auf welcher Ebene man diese Probleme betrachtet. Ja, die Weißt Frage. du, ich denke, Kommunikation ist sicher der wesentliche Punkt. Es setzt aber voraus, dass alle beteiligten Kommunikationspartner ihre wirklichen Ziele offen auf den Tisch legen und keine Hidden Agenda verfolgen. Ja, das heißt, Ehrlichkeit und Transparenz in der Kommunikation ist das oberste Gebot. Und da sollten wir dann eben auch verstehen, wenn Menschen sagen, zum Beispiel, ich war jetzt immer ein superreicher Oligarch, ich will es auch in der Zukunft so bleiben. Ja, dann müssten wir auf diesen Menschen einfach zugehen und sagen, superreicher Oligarch, alles gut und schön, ja. Jetzt zerteile aber diesen Begriff einmal in die verschiedensten Aspekte in deinem Leben, warum dir das so wichtig ist und was verstehst du eigentlich darunter? Einfach mehr Geld zu haben als alle anderen ist ja zum Beispiel in einer Lebensform, in der das Geld gar nicht mehr so wichtig ist, weil man Bedürfnisse auch andere, auf andere Art auch erfüllen. Ja, dann nicht mehr ein so fühlbarer, großer, positiver Unterschied wie in einer anderen Gesellschaftsform. Ja, dort, wo eigentlich alle versorgt werden mit der bestmöglichen Qualität, unabhängig von der Zahl am Konto. Ja,
wird man dann sehen, dass man wahrscheinlich genauso glücklich ist, ja, als hätte man diese Beträge nicht am Konto stehen. Es hängt eben jetzt davon ab, inwieweit dieses sich besser fühlen aufgrund des höheren Kontostands zu einem Teil des eigenen Bewusstseins, der eigenen Persönlichkeit geworden ist. Wenn ich mich so stark mit meinem Kontostand, mit meinen Aktien und anderen Besitztümern identifiziere, dass es ein Teil von mir selbst geworden ist, ja, weil ich sage, mein Gott, ich bin halt sonst völlig unbeholfen und bin kein großes helles Licht, ja, bin auch kein Künstler oder sonst irgendwas. Mein großer Vorteil ist einfach nur, dass ich reich bin und mächtig. Und deswegen unterwerfen sich alle meinem Willen und schon, wenn ich irgendwo auftrete, dann sind alle nur devot. Und die Frauen kriege ich sowieso mit Geld regelmäßig rum. Ja? Also wenn das so durchlebt wurde über mehrere Jahre oder Jahrzehnte in der Biografie, dass man sich von dieser Idee nicht mehr trennen kann, das ist natürlich schwierig. Dann muss man aber ehrlich gesagt meiner Meinung nach in eine Therapie gehen. Und ja, das ist zu therapieren. Da muss man die Leute genauso, wie wenn sie von einem anderen Suchtmittel Geld kann, in einer bestimmten Größenordnung definitiv zum Suchtmittel werden. Ich würde das so definieren. Geld kann ein Suchtmittel sein. Also ich würde sowieso generell sagen, dass du eigentlich immer nur ein Problem hast. Nämlich, dass du einen gewissen Grad von Verwirrung hast. Oder das eine ist, das ist verwirrt zu sein. Das andere ist, keinen Zugang zur Klarheit zu haben. Mhm. Und das Ziel ist eigentlich denen, wie du sagst, in einer Therapie oder in solchen Sessions, oder zum Beispiel eben einen Clear daraus zu machen, und dann erkennt man halt eben das Phänomen, dass da plötzlich neue Menschen entstehen. Und die meinen dann, dass da etwas Schlechtes dahinter ist. Aber wenn du jemanden hast, der sich durch Geld definiert hat und plötzlich gemerkt hat, dass Geld keinen Wert hat und dann rauskommt und das dann an wohltätige Zwecke spendet oder so, dann ist klar, dass die, die das Geld vorhin gekriegt haben, dass die natürlich wieder in einem Mangel sind. Und natürlich gegen das Schießen, was ihnen das eingebrockt hat. Und deshalb sind sie völlig voreingenommen. Und denen dürftest du eigentlich gar nicht mehr zuhören. Das Problem ist, dass die dann am meisten herumposaunen. Und der andere, der jetzt gerade seine Probleme losgeworden ist, der ist in Frieden und Gelassenheit. Und der kann sich dann vielleicht nicht mehr gegen solche Dinge wehren. Gibt es jetzt natürlich verschiedene Szenarien zu diesem Szenario. Aber ich denke, es ist gerade eben die Menschen zu entwirren. Und ich denke, dass die Ersten, die hier mitmachen werden, das sind die, die das erkannt haben und wirklich ihre Schwierigkeiten, Probleme und so weiter loswerden würden. Und hier stehe ich ganz ehrlich gesagt vor einer großen Herausforderung. Nämlich stellen wir jetzt mal vor, dass wir solch ein Forschungszentrum gemacht haben und Gleichgesinnte finden und sie dermaßen entwirren, dass sie eigentlich keine Probleme mehr sehen und, keine Ahnung, in den Dschungel laufen oder was weiß ich, aber sich nicht mehr dieser Sache hingeben wollen, weil sie es nicht mehr verstehen. Sie verstehen die Probleme nicht mehr. Und müssen wir den Verwirrtheitsgrad, wie soll ich sagen, ein bisschen einstellen, dass wir sie nicht gleich zur Erleuchtung bringen oder so. aber ja, das ist ja mal auf höherem Niveau, wenn wir das bis dorthin schaffen. Mir ist jetzt gerade eine schräge Idee gekommen. Man könnte ein Buch schreiben oder ein Theaterstück mit einer Selbsthilfegruppe von Oligarchen, wo ein Rothschild und ein Rockefeller und ein Bill Gates sitzen und sagen, ich bin Bill Gates und ich habe ein Geldproblem. Ich bin zu abhängig von meiner Macht und meinem Geld. Was soll ich nur tun? Das wäre super. Das wäre gut, also ein guter Prompt für ein Bild. Ja, also um für die Menschen sozusagen einen Zugang zur Empathie zu bauen, ja, und zu sagen, jetzt versetzt euch mal in deren Situation, ja, das ist nicht so einfach. Ich kann also immer abwertend und generalisierend über eine Gruppe von Menschen reden, aber in Wirklichkeit nur solange ich mich nicht wirklich ausreichend tief in sie eingefühlt habe, nicht solange ich nicht in ihren Schuhen gegangen bin. Nur die wenigsten von uns sind schon in den Schuhen von solchen Multimilliardären gegangen, ja.
Und es haben wahrscheinlich auch nur sehr wenige ausreichend Empathie, um sich da einigermaßen in ihre Welt und auch wieder in ihre persönlichen Problemstellungen einzufühlen. Also ganz ehrlich, das sind ja eigentlich, wenn die Analysesysteme, wenn alles aufgebaut ist, das Forschungszentrum, um halt eben Forschung zu betreiben, ist es natürlich etwas vom Ersten, was ich analysieren will. Ich meine, ja, wenn wir sagen, dass wir keine Psychopathen, Soziopathen und Narzissten und vor allem alle Faulen nicht gleich von Anfang an ist, dass wir, wieso wollen wir die am Anfang nicht dabei haben? Das ist, damit sie das System nicht infiltrieren. Deshalb wir machen jetzt durch Kultur und Prozesse, sorgen wir dafür, dass wir innerlich stabil sind, bauen etwas auf und dann werden wir diese analysieren und herausfinden, was die Herausforderungen in den jeweiligen Kategorien sind und dann eine Lösung für alle präsentieren. Ja, richtig, genau. Ja, das wird wunderschön. Müssen wir nur aufpassen, dass sie uns nicht alle vorher wegsterben, ne? Weil wahrscheinlich sind viele von denen auch geimpft. Ja. Ah, die werden ganz sicher nicht ausgehen. Die gibt es in der einen oder anderen Form. Gibt ja auch Intelligente davon. Ich meine, das ist, oder weißt du... Ungeimpfte meinst du? Hä? Ungeimpfte. Ja, Intelligente, damit meine ich solche, die sich nicht geimpft haben. Das eine setzt ja nicht das andere voraus. Ich meine... eine Placebo-Injektion mit Kochsalzlösung bekommen haben. Zum Beispiel, ja. Ja, genau, richtig. Ja, diese Studie würde mich schon auch wundern nehmen. Ist ja schon eine rausgekommen mit den verschiedenen Verunreinigungen etc. Mhm. Ja. Wobei ich eines sagen muss, ich habe mich jetzt auch wieder mit ein paar Veröffentlichungen auf der Website Next Level beschäftigt, mit dieser Virenhypothese. Und dort gibt es jetzt, so wie Sie diese Virenexistenzhypothese in Frage gestellt haben, eine weitere Entwicklung, und Sie auch wieder etwas hinterfragen, gefällt mir nämlich sehr gut, weil die gehen wirklich immer bis an die Wurzeln dieser Phänomene. Und da stellen Sie die Existenz von Graphen in Frage. Ja, weil es wird ja behauptet, Graphen wäre in den Injektionen nachgewiesen worden und das sind dann kleine Chips, die sich selbst im Körper zusammenbauen und dann über 5G-Wellen gesteuert werden können. Und weißt du, die unglaublichsten Schauermärchen werden da erzählt. Und die sagen, Graphen gibt es in Wirklichkeit nur bis zu einer Schicht von 9 Atomen. Wenn es nämlich mehr als 9 Atome sind in der Schicht, dann ist es Graphit. Und Graphit hat wieder ganz andere Eigenschaften als Graphen. Und dieses reine 9-schichtige Graphen oder weniger schichtige Graphen, das wurde angeblich so noch nie beobachtet oder erfolgreich zusammengebaut. Und das ist höchstwahrscheinlich, gibt es das in dieser Form überhaupt nicht. Und es ist genauso nur eine Behauptung. Herr Melik? Weißt du? Also erstens, ich hoffe, du verstehst, wenn ich, du hast mir, glaube ich, 4 Links von Next irgendetwas reingestellt. Next Level. Genau, und wegen dem Projekt und so weiter, wo wir jetzt drin sind, hatte ich keine Zeit, um da reinzuschauen. Ja, ja. Deshalb eine Quintessenz von dir ist sicherlich wertvoll. Und zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß noch in Corona-Zeiten, ich habe ja corona-werkzeuge.ch, die Webseite und drei Telegram-Chats und Kanäle gehabt, um die Menschen zu ermächtigen mit Werkzeugen, mit selbstfabrizierten Dokumenten, wo sie Maskenpflicht und so weiter sich fernhalten konnten. Und ganz ehrlich, ich habe das nicht überprüft. Ich habe das einfach weitergeleitet, weil ich gesagt habe, das ist viel besser als der Plan der Agenda da draußen und das muss unbedingt gestoppt werden. Und wenn es mit Angstmacherei ist, dann ist mir das noch so recht. Also ich will nicht ein Heuchler sein, überhaupt nicht, aber ich wollte das unbedingt einfach stoppen. Und deshalb habe ich das einfach weitergeleitet. Weißt du, wo du da gesehen hast, dass da diese Gottesanbeterin auseinandergenommen wurde und dann dieser Parasit hervorgekommen ist? Ich wusste, dass das kein Graphen oder was weiß ich ist. Aber ich wusste, mit dem kann man Angst machen. Vielleicht kontraproduktiv, ich weiß es nicht. Aber sicherlich besser, sich solch eine Spritze reinzujagen.
Ja, das stimmt natürlich, ganz klar. Ja, das wirft natürlich, wenn wir jetzt diesen Gedanken weiterverfolgen, dass es Graphen in dieser Form gar nicht gibt, bis jetzt zumindest nicht, dann stellt das natürlich auch die ganze Neutrinovoltaik in Frage. Nicht, was da angeblich entwickelt wurde und was bei Joe Conrad vorgeführt wurde, dass man mit der kosmischen Strahlung den Strom erzeugen kann. Oh, bitte, Ja, erzähl mir deine Gedanken. wir müssen das auch ansprechen, Melik. Also ich bin streng dagegen, dass wir hier unehrlich sind, auf der einen Seite Dinge in Frage stellen, uns dann aber nicht Gedanken machen, wie das die positiven Dinge, die wir auch immer vertreten haben, mit in Frage stellt. Echt? Denn wie gesagt, ich kann immer nur as far as your reasoning goes, immer nur bis zu meinem ehrlichen Kenntnisstand nach bestem Wissen und Gewissen berichten und erzählen. Und wenn ich jetzt auf eine ernste Frage gestoßen bin, die alles wieder in einem anderen Licht darstellt, dann muss ich das auch inkludieren. Ich will für etwas bekannt werden, beziehungsweise Star Connect, dass das eine Marke ist, der du vertrauen kannst. Wie Ja. gesagt, gestern hat sich einer bei mir mit einer Energietechnologie gemeldet. Das sind jetzt insgesamt fünf. Ja, die, wenn du denen zuhörst, dann machst du die einfach. Pff. Und das Ding ist, wir werden die Labore haben, die sollen mit ihren Prototypen kommen und dann wird man es schwarz auf weiß sehen. Richtig. Und ich bin dann der Meinung, denen das aufzuzeigen. Und wenn du intelligent bist, wenn die wirklich so intelligent sind, wie sie meistens auch postulieren, weil die Menschen, die haben alle ein großes Ego, die brauchen das, um das solch einen Prototypen bauen zu können, dann zeigt sich auch, welche davon die genügend große Demut hat, um weiterhin bei diesen Projekten mitzuarbeiten, indem du das dann anerkennst, dass deines halt eben nicht das Beste ist und dass du dann nicht in eine Rivalität gehst, sondern halt eben eine Konkurrenz und sagst, weißt du was, deines ist besser gewesen, weißt, machen wir es noch besser. Oder dass du sagst, ah, ich habe den Fehler gefunden, ich mache meines irgendwie besser und dann schaukelt man sich gegenseitig hinauf. Ja, kann ich nachvollziehen. Sehe ich im Prinzip genauso. Also ich weiß, dass es verschiedenste Arten von freier Energie, wenn man das jetzt so flapsig formulieren will, bereits gibt, die auch funktionieren. Es gibt ja, und das findet man sogar im Internet und in der Literatur, sogar ein kleines Schweizer Dorf, das hat so eine Maschine in Betrieb, nur um die eigene Gemeinde mit Energie zu versorgen. Und die halten das aber total unter Verschluss. Und die geben auch keine Baupläne heraus und erklären das nicht, wie das funktioniert. Sagen, nein, das ist jetzt wirklich nur für uns und wir geben das nicht weiter. Also ich habe extra nur den Begriff Energie genommen, Ja. weil Effizienz heißt, also weißt du, freie Energie heißt nicht unbedingt, dass es die effizienteste ist. Richtig. Je nachdem, von was du alles für Ressourcen und so weiter benötigst, um das herzustellen. Ich weiß halt nicht, wenn ich zum Beispiel sehe, mit welchem Aufwand, dass wir Magrav-Reaktoren gebaut haben, wie lange, dass wir dafür gebraucht haben, dass. Und auch das Verständnis dazu und was du für eine innere Einstellung und Haltung dafür benötigst, Ja. kann man sagen, ja, ist, wie soll ich sagen, ist ehrenswert, wenn du in diese Schwingung kommst, aber wenn du nicht in diese Schwingung kommst, dann hast du geschissen und dann sagen die, ja, dann bist du es nicht wert. Und dann denke ich, wir sind Menschen. Wir sind den sieben Todsünden oder halt den sieben Lebenslehren ausgesetzt. Du Richtig. kannst nicht davon ausgehen, dass du nur in einem erleuchteten Zustand diese Energie produzieren kannst. Ich find das heuchlerisch. Ja, wie gesagt, Konstantin Meil hat ja die ganze Keshe-Technologie etwas ja, kritisch hinterfragt und sich dann distanziert auch davon. Und es gibt jetzt einige Publikationen auf so alternativen Physikkanälen, auch auf YouTube sieht man das, die den Äther neu interpretieren, diesen Begriff, und sagen, das ist nichts anderes, am ehesten kann man es verstehen als die Quantenfluktuationen im Vakuum. Wir wissen ja, und das ist ja auch in der anerkannten Physik mittlerweile nicht mehr, wird das nicht mehr abgewiesen, dass das Vakuum nicht wirklich leer ist, sondern dass da ein Potentialfeld existiert, aus dem sich sogenannte virtuelle Teilchen bilden können,
die dann aber wieder verschwinden im nächsten Moment. Ja, also das ist eine permanente Fluktuation. Und diese permanente Fluktuation, das ist auch etwas, was man definitiv als Energiequelle heranziehen kann. Das ist dann diese Nullpunktenergie und dieses Nullpunktfeld, von dem da oft in der Literatur die Rede ist. Und das führt dann dazu, dass man, auch nicht uninteressant, auch die Rotverschiebung der Galaxien eben anders interpretiert, eben eher in diese Richtung des viel geschmähten, müden Lichts und nicht der zunehmenden Expansion des Universums, was eher keinen Sinn machen würde. Also das alles zusammen ist für mich eine sehr interessante Entwicklung, gerade jetzt. Und auch, dass eben Licht, wie gesagt, dadurch verschiedene Geschwindigkeiten haben kann. Zu weit für mich entfernt. Ja, es sind alles Dinge, die man in anderen Zusammenhängen durchaus schon gehört hat. Auch in der Mainstream-Wissenschaft wird das nicht abgelehnt. Und wenn man das jetzt über diesen Aspekt insgesamt neu interpretiert, könnte das schon einen Anschub für unsere Forschung und für unsere Technologie darstellen. Wie heißt es so schön, wer heilt, der hat recht. Genau, in der Praxis wird es dann bewiesen. Und ein Ausgangspunkt, über den ich schon sehr oft gesprochen habe, das ist ja dieser Herr Schmidt, die Energierevolution von Heinrich Schmidt, der mit seinem Wellengenerator arbeitet, mit diesen verbundenen Röhren, in denen die Magnete schwimmen. Und außen sind die Spulen umwickelt. Und wenn er da einen Energieimpuls hineinbringt, dann sorgt er für eine Schwankung, für eine Wellenbewegung. Und das liefert über die Spulen, ja, und die Magneten dann ein Vielfaches der Eingangsenergie wieder zum Abernten. Wenn du damit dein ganzes Haus versorgen möchtest, dann brauchst du aber eine Anlage, die ungefähr so groß wie eine Garage für einen Kleinwagen ist. Kostet geschätzt 20.000 Euro, aber damit kannst du dann auf ewig dein Haus mit Strom versorgen. Also wäre vielleicht gar keine so dumme Anschaffung für den ersten Moment mal, nicht das Ausgangspunkt. Und es ist keine elegante Lösung, ja, es ist jetzt nicht das Ultimative. So bewegungslose Generatoren wie beim Holcomb-System sind da natürlich wesentlich spannender. Und auch kleiner, platzsparender, oder dieser Power Cube, nicht von der Neutrino-Voltaik. Da müssten wir halt mal hinterfragen, mit welcher Technologie arbeiten die wirklich. Vielleicht nehmen sie Graphit und nicht Graphen, oder vielleicht wieder etwas ganz anderes. Oder vielleicht ist ihnen der tatsächliche Zusammenhang noch gar nicht bewusst. Vielleicht sind sie da nur auf eine Möglichkeit, Strom zu gewinnen, gestoßen und kennen aber noch gar nicht die wirklichen inneren Abläufe. So. Nach deinem Motto, wer hält, hat recht. Ja, so wie dieser Go-Algorithmus, wo sie nicht wissen, wieso, dass er das gemacht hat. Das wäre schon sehr spannend. Weißt du, das erinnert mich an Filme, die gemerkt haben, eben, dass sie Energie nehmen können aus einer anderen Dimension und dann ein Portal öffnen und die leibhaftige Hölle sich öffnet. Also ich will hier nichts reinprojizieren. Das wird ja vom CERN oft behauptet, ich weiß. Ja. Genau. Deshalb, weißt du, wir dürfen irgendwie eine Liste machen von, Attributen, die ausgewertet werden dürfen, um eine gewisse Effizienz zu erfahren. Und dann darfst du das noch in verschiedenen Gebieten, wie zum Beispiel Extremzuständen, wie zum Beispiel in Eisgegenden oder in Wüsten und so weiter, in tropischen Ländern, wo du halt eine hohe Feuchtigkeit hast, etc. Da dürfen die sich dann jeweils bewähren. Also ich stelle mir vor, du hast so wie eine Matrix-Konstruktion, du hast den Prototypen oder die verschiedenen Prototypen von verschiedenen Technologien und dann hast du verschiedene Räume, wo diese dann eingesetzt werden und dann hast du nachher das schwarz auf weiß, die Statistiken, die lügen nicht. So gesehen kann man das so stehen lassen. Ich denke gerade an das Doppelspaltexperiment. Ja doch, durchaus. Ja, nur weil man es, weißt du, wenn der andere im Raum nebenan mit 5 Leuten am Meditieren ist, um die Statistik zu fälschen.
Maharashi-Effekt-mäßig, weißt du? Das wäre natürlich blöd. Dann dürfen wir Räume konzipieren, wo diese Einflüsse nicht eintreten. Ja, aber wie gesagt, auf eine andere Art und Weise interpretiert, wenn man das durch Meditation zum Beispiel zuverlässig immer wieder erzeugen kann, dann wird es ja durch die nachvollziehbare Reproduzierbarkeit zu einer Technologie. Dann können wir ja das auch wieder nutzen zur Was weißt du? Energiegewinnung. Ich denke gerade in alten Kulturen oder zum Beispiel, es gibt ja da diese Permakulturfamilie in irgendetwas Gran. Und da siehst du, wie sie zum Beispiel in ihrem Garten einen Weg gemacht haben mit Steinen, wo sie die Familie sich an die Hand nehmen und da durchgehen und mit dem eine Resonanz aufbauen. Und solche Dinge, dann weißt du, das eine ist dann wieder Wissen und das andere, das ist Intuition. Und sie Genau. fühlen sich, nachdem sie das gemacht haben, fühlen sie sich besser. Und jetzt zum Beispiel in der Atmosphäre das nachweisen zu können und was gerade passiert, das wäre ja zum Beispiel auch sehr spannend, ja. Das wäre wirklich spannend. Und deshalb, ich weiß noch, als ich mit dem ersten Star Connect Geschäftspartner Ideen geschnürt haben, er war eben auch ein Fan von binauralen Beats und Frequenzen, dass wir gesagt haben, dass wir das Terrain, die Siedlung, gerade um uns zu unterstützen und auch die Pflanzenwelt, dass wir halt eben Tesla-Zahlen nehmen und die Gegend, ich sage jetzt nicht bestrahlen, sondern eine Frequenz, eine fördernde Frequenz reinbringen. Und ja, ich höre schon die anderen schreien, oh, was ist, wenn das in den falschen Händen ist? Und ja, das ist halt dieses Risiko, das hast du überall. Genau, Und richtig. deshalb verstehe ich den einen Permakulturisten dort, wo ich die längste Präsentation gehalten habe, diese 6 Stunden. Ich weiß nicht mehr, wie diese Religion geheißen hat, wo er gesagt hat, ich bleibe extra klein. Weil je größer das so wird, umso größer wird auch der Negativanteil, das Potenzial, Böses auszuüben und so weiter. Und ich verstehe das und ich respektiere das auch. Aber ich kann sagen von mir, dass ich ein vielleicht naiver Mensch, aber sicherlich auch ein mutiger Mensch bin, wo ich sage, hey, weißt du was? Ich sehe das als eine Gelegenheit. Ich sehe, dass eben gerade diese Energien, diese dualistisch gesehen, ich sehe es nicht dualistisch, sondern ich sehe es polaristisch, sagt man polaristisch oder polar, dass fördernde Energien sind und es eigentlich nur eine Einstellungssache ist, wenn du auf die Richtig, ja. Ja, es gibt halt eben bestimmte Technologien, die nur Sinn machen oder die dann viel effizienter sind, wenn sie hochskaliert werden. Nicht dieses Aquapolos zum Beispiel oder auch Geothermie. Das macht keinen Sinn, Geothermie zu verwenden, wenn du nur ein Einfamilienhaus heizen willst. Und da geht es nicht anders. Ja, es gibt zum Beispiel, kennst du das, dass ganze Parkplätze unterhalb wurden, wie heißt das? Das ist ein Eisgenerator. Das heißt, du hast Wasser und dann sind so Stäbe drin und wenn es kalt wird, wird es Eis und dann wird Energie freigesetzt. Und die Frage Ja, ist, ich kenne das. Ich kenne das als Eiswärmepumpe. Eiswärmepumpe. Eiswärmepumpe, ja, genau. Ja. Und es gibt solche, die werden eben ganze Parkplätze, aber es gibt auch solche, die haben das in ihrem Garten. Ich weiß Ja. halt auch nicht, wie langlebig das ist, weil das ist ja auch irgendwo durch ein Verschleißmaterial und es braucht viel Platz. Du musst in den Boden kommen können. Also ich habe mich zum Beispiel in arabischen Ländern gefragt, wieso, dass die keine Parkplätze haben. Ich weiß nicht, ob es halt sehr schwierig ist, unter die Erde dort zu kommen. Oder haben sie einfach genügend Platz, um das zu wasten? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich denke, dass du gerade in solchen Regionen diese Technologie nicht anwenden kannst. Dann brauchst du wieder etwas anderes. Ja, das kann sein, ja, das ist richtig. Ja, das wird super spannend. Inzwischen. Oh. Wollen wir jetzt ein bisschen das Thema wechseln? Die letzte Dreiviertelstunde noch. Ja, gerne. Wie hast du denn das Interview von Tucker Carlson und Putin wahrgenommen?
Also es gibt, bevor ich da hineingehe, ist, ich habe ja den schon vorhin zugehört, der Tucker Carlson mit ganz vielen Interviews, die er geführt hat, auch schon bei Fox. Und ich weiß noch, ein Interview, das habe ich ganz spannend gefunden, ist, dass er, als er Moderator war und so weiter, ganz lange, obwohl er an der Quelle ist, er hat das nicht gesehen. Er hat diese Agenda nicht gesehen. Ich weiß ja nicht, was ihn dazu bewogen hat. Dann, er ist halt einfach ein richtiger Journalist und hat einfach immer weiter und Fragen gestellt. Aber er hat das Gesamtkonstrukt, er hat immer nur die einzelnen Interviews angeschaut, aber das Gesamtkonstrukt nicht gesehen. Und das, ehrlich gesagt, stimmt ihn für mich ein bisschen gefährlich, weil er das halt eben nicht gesehen hat. Und die Frage ist, gibt es immer noch Dinge, die er nicht gesehen hat? Zum Beispiel, in welchem Zusammenhang ist dir das aufgefallen? Also zum Beispiel bei Fragen, die er gestellt hat. Ja. Also weißt du, am Schluss hat er ja da wegen dem Gefangenen gefragt. Ja. Und ich frage mich, wie du eine solche Frage stellen kannst. Musste er das stellen für sein Volk? Vertritt er sein Volk dort, dass er solche Fragen gestellt hat? Weil wenn du die Geschichte... Und ich denke, der Tucker Carlson, der hat sich wahrscheinlich, hätte sich auch vorbereiten können und nicht einfach nur alles, die Geschichte, die der Putin erzählt hat. Ich meine, das kannst du alles selber in Erfahrung bringen. Das sind das ist ein Spion. Und weißt du, das ist wie in der Woken-Szene, wo sie jetzt die Grenzen aufmachen und sagen, das sind Menschen, lass sie hinein, sie haben auch Anrecht darauf zu essen. Und das ist ein Blödsinn. Das sind Kriminelle. Das du alle Leute, du und ich. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir kriegen ein Schreiben von Trump und sagen, hey, Mar-a-Lago, wir müssen da ein paar Themen zusammen besprechen. Was müssen wir machen? Wir brauchen irgendwie eine Einreisegenehmigung. Und sonst sind wir Kriminelle in diesem Land. Das ist in jedem Land ist es eigentlich so. Und jetzt, seitdem wirklich offensichtlich ist, dass die Linken an der Macht sind, werden plötzlich Argumente kommen. Das sind Euphemismen. Und da kommt Tucker Carlson auch. Das ist ein Spion. Der hat Informationen für die CIA rausspioniert. Und dann kommt er, hey, willst du ihn nicht freilassen? Und er sagt, nein, wir haben ein Standardprozedere. Genauso wie wir ein Standardprozedere haben für Leute, die in unser Land kommen wollen. Und deshalb finde ich solche Fragen wirklich völlig blöde. Und ich weiß nicht, ob er das musste für sein Land. Ich finde, er hätte ganz andere Fragen stellen können. Und was mir gefallen hat an diesem Interview, das sind an Putin seine Antworten. Ja. Und ich habe viele, nicht Interviews, sondern Speeches von Putin gehört. Und ich finde, es gibt selten einer auf der Weltbühne, der so sprechen kann. Und weißt du, ob es jetzt ein Klon ist und der andere schon lange weg und was weiß ich. Es ist das, was ich höre. Und für mich es ist es wirklich sehr sinnvoll. Es ist besonnen. Es ist rational. Es ist nachvollziehbar. Es ist mit Fakten hinterlegt. Und da gibt es kein Wenn und kein Aber. Und es ist genial, dass diese Informationen raus sind. Und es zeigt nur, wie blöd dass der Mainstream ist und die Politik oder welche Agenda, dass sie fahren, wenn sie das diffamieren wollen. Also für mich, meine persönliche Interpretation, haben diese zwei Fragen von Tucker Carlson ein bisschen sein Ego gefüttert. Er hat ja nicht nur gefragt, ob er den Gefangenen freilässt, sondern auch, ob er die amerikanische Regierung kontaktieren würde, um Friedensverhandlungen zu starten. Also in jedem Fall hätte er sich hinterher selbst auf die Schulter klopfen können und sagen, ja, weil ich das Interview geführt habe, gab es jetzt diese Friedensverhandlungen oder die Freilassung von dem einen. Da wollte er sich sozusagen in die Geschichtsbücher eintragen. Das ist meine persönliche Wahrnehmung, nicht? Denn es gibt ja viele, die sagen, da knackt er jetzt die Milliarde an Klickzahlen. Wahrscheinlich denkt er wirklich in diesen Kategorien, dass ihm da das Ego schon so stark gewachsen ist. Denn es macht natürlich keinen Sinn. Putin hat vorher schon gesagt, dass sie schon angeboten haben, Friedensverhandlungen, dass sogar die Minsker Verträge auch schon unterschrieben wurden. Und da haben sich auch alle geeinigt. Nur die anderen haben sich dann eben wieder rausgewunden und gesagt, jetzt setzen wir es doch nicht um. Was ja faktisch ein ganz klarer Vertragsbruch ist und was aber Putin so nicht genannt hat. Ich muss überhaupt sagen, in den ganzen Formulierungen
war Putin extrem zurückhaltend und überhaupt nicht aggressiv. Ja, er hat in bestimmten Fällen, wo man sich aus unserer Warte eigentlich erwarten würde, dass man auf den Gegner hinschimpft, ja, und sagt, die sind einfach so dumm und die verstehen es nicht, ja, oder vielleicht wollen sie auch ihr Volk ins Unglück hineintreiben. Das hat er überhaupt nicht getan. Das Äußerste, was er da immer gesagt hat, und das war regelmäßig zu beobachten, ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe die wahre Zielsetzung nicht von denen, und das ist ja weder beleidigend, ja, das muss man ja auch sagen, auch aus unserer Warte sind diese Handlungen und dieses Verhalten unverständlich. Echt? Er hat ja angeblich 1991 beim Zerfall der Sowjetunion, hat Russland ja angeblich ernsthaft angeboten, bei der NATO beizutreten. Ein wahnsinniger Gag. Wenn man sich das mal historisch vorstellt, was das hieße, klar, das wäre damit eigentlich das Ende der Existenzberechtigung der NATO. Ja, sie können sich dann mit den Russen gemeinsam noch in ein Verteidigungsbündnis gegen die Chinesen und die Inder zusammenfinden, nicht vorausgesetzt, dass die jeweils irgendwas von ihnen wollen sollten. Ja. Aber warum das dann abgelehnt wurde, ist meiner Meinung nach völlig klar zu sehen. Und dass Putin das nicht thematisiert hat, er hat nur gesagt, er hat es nicht verstanden. Denn am Anfang wurde ihm signalisiert, ja, das klingt interessant. Und dann haben sie gesagt, nein, wir machen das doch nicht, es geht nicht. Die Antwort liegt auf der Hand und ich denke, das ist absichtlich auch so gesagt worden, damit die Menschen selber anfangen nachzudenken. Und die Antwort ist ganz eindeutig und die lautet Rüstungsindustrie und Banken. Ja, stell dir mal vor, ein militärisches Bündnis rund um die Welt, ja, ohne lokales Feindbild hier auf der Erde, dann ist es ziemlich sicher, dass es auch keine großen Kriege mehr geben wird. Ja. Und dann brauchen wir weder die Rüstungsindustrie noch die sie finanzieren. Nicht, solange wir von diesen beiden Institutionen abhängen, auf einer politischen Ebene, kann es keinen Frieden geben. Und deswegen ist es ganz, ganz zentral, dass es hier zu einer Änderung kommt. Ich denke, das ist auch, auch ein Grund, wieso dass die Aliens sich noch nicht gezeigt haben. Hm. Also ich sage zum Beispiel schlechte Aliens zum Beispiel, die nicht das Gute für uns wollen. Weil dann würden wir uns verbinden. Dann wäre es schnell vorbei. Und deshalb der Mensch, der denkt in der Dualität, immer gut und böse. Wir sind in einem Mangelsystem. Und gerade die Clintons, die sind dafür bekannt, dass sie Kriegstreiber sind. Wir können Gott und froh sein, dass die Hillary es nicht geschafft hat. Das sieht man ihr auch an. Ich weiß nicht, hast du gehört, wie sie gewettert hat? Noch vor dem Interview. Sie oder ihre Schauspielerin. Ich würde sagen, wir nennen das jetzt in Zukunft die Rolle der Hillary Clinton hat gewettert. Und die Rolle von Putin hat ein gutes Interview gegeben. Ja, ich finde das viel zu kompliziert, weißt du. Wieso so sprechen? Weißt du, wenn es dann irgendwann mal die Maske fällt und heißt, oh, die sind schon lange umgebracht worden, weißt du, dann kannst du ja gar nicht mehr vernünftig miteinander reden. Ich müsste auch in jedem Satz vermeintlich sagen. Ja, das stimmt. Und ich habe gefunden, das ist langsam wirklich zu anstrengend, auch das zu lesen. Das macht einfach ganze Abhandlungen davon, wenn überall vermeintlich steht. Ja, aber wir kompensieren das, indem wir das Gendern weglassen. Der war gut. Das ist unglaublich, wirklich. Beides zusammen würde nicht mehr funktionieren. Ich erkenne wirklich sehr schnell, mit wem ich zusammenarbeiten will und wer nicht. Sobald ich es innen sehe, sage ich, oh, tschüss. Innen bleibt draußen. Oh. Nein, ich habe ein sehr spannendes Interview gefunden. Mhm. Und so wie es du formuliert hast, ja. Ich habe es auch ein bisschen so gesehen, er ist die Nummer. Meiner Meinung nach braucht er das nicht, vor allem wenn er jetzt vielleicht dann als Vizepräsident dann vorgeschlagen wird, wird er die ganze Zeit gemunkelt. Er ist ja auch letztens mit Trump herumgelaufen, da bei diesem UFC-Contest. Ja, ich finde, der braucht das gar nicht. Die Leute mögen ihn so, wie er ist und
Ich meine, natürlich, du brauchst ein Ego, um so aufzutreten, wie er das tut, diese Selbstbestimmtheit und das jetzt noch. Da wirkt es so wie der Bono. Kennst du den Bono, der Leadsänger von U2? Der Name sagt mir noch was. Ja, ich habe ihn jetzt aber nicht konkret vor mir als Bild. Ja, der hat, sobald er dann so berühmt wurde, und er wurde ja auch berühmt durch friedensstiftende Lieder und so weiter. Ja. Und man, also ich glaube, es gibt sogar Dokumentationen darüber, wie er sich so dermaßen bemüht hat, Gutes zu tun in der Welt, aber weil er unbedingt den Friedensnobelpreis wollte. Und deshalb ist er dann mit der Zeit ruhiger geworden, weil er in der Öffentlichkeit dafür diffamiert wurde. Er war nicht wirklich selbstlos, sondern er wollte etwas dafür. Und das habe ich jetzt so ein bisschen herausgehört bei dem, was du gesagt hast. Das wäre schade, weil er braucht das nicht. Er hat das so viel Gutes getan, und macht ja auch immer noch Gutes, eben, dass er ein Vorbild ist, die Eier zeigt, einem Newsender wie Fox den Rücken kehrt, das eigene macht, Genau. etc. Richtig, ja. Stimmt, sehe ich genauso. Ja, jetzt lassen wir mal ein paar Tage oder Wochen ins Land gehen und schauen wir, wie die Klickzahlen da wirklich steigen. Ja, ob er die Milliarde knackt und was das dann für Folgen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich die westlichen Staaten jetzt zunehmend schwer tun, Russland und Putin zu dämonisieren. Nicht? Denn es ist mir wirklich kein einziger Satz aufgefallen, der irgendwie aggressiv geklungen wäre. Und das Lustige finde ich, dass dann Trump, ich glaube, das war unmittelbar nach dem Interview, in einer Rede gesagt hat, alle NATO-Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge nicht zahlen, die wird er im Ernstfall gegen Russland nicht verteidigen und er lädt Russland sogar dazu ein, mit denen das zu tun, was sie vorhaben, was sie tun wollen. Was? Wer hat das gesagt? Trump hat das gesagt und Stoltenberg und die anderen von der NATO waren alle total entsetzt und gesagt, ja, das ist ja nicht ernst zu nehmen, das kann ja nur ein Scherz gewesen sein. Trump hat gesagt, dass er die NATO-Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge nicht zahlen, nicht gegen die Russen verteidigen wird. Musst du mal googeln, das ist ein Renner gewesen. Das war sogar der Aufmacher Wann war der das? Nachrichtensendungen bei uns in Österreich am Abend. Ja. Wann war das? Naja, vor 1 oder 2 Tagen. Also ich Vorgestern. mag mich daran erinnern, dass er gesagt hat, wenn er wieder Präsident ist, dann löst er die NATO auf. Ja, das war urvorher, das war vorher. Und Ja. jetzt hat er gesagt, die keine Beiträge zahlen und sich zu wenig um die Verteidigung kümmern, die wird er gegen Russland nicht verteidigen, sondern er lädt die Russen sogar ein, mit denen so zu verfahren, wie sie es für richtig finden. Ja, ich finde, dieses Recht haben sie sowieso. Aber so gesehen auch gegen die Amerikaner. Das sind Ja, ja die größten Kriegstreiber. ja, ja. Ja, es wird sich da jetzt, glaube ich, in relativ kurzer Zeit noch sehr viel tun auf der politischen Ebene. Das sieht mir ganz danach aus. Denn ja, es gibt immer mehr offensichtliche Panikreaktionen. Wenn du dir Deutschland anschaust, nicht? Dieses Bündnis alle gegen die AfD, auch bei uns in Österreich, alle gegen Kickl, nicht? Das ist ja, das kann so nicht funktionieren. Je offensichtlicher diese Bewegung wird, desto mehr Stimmen treibst du denen natürlich zu. Und das ist dann auch wieder eine Frage, ob das vielleicht nicht sogar beabsichtigt ist im Hintergrund. Hast du das Lanz-Interview gesehen? Leider nicht, aber ich habe vor, es mir noch anzuschauen. Ja, War das mit dem Krupalla oder? das ist wirklich Hardcore. Okay. Gestern habe ich eine spannende Analyse. Es gibt da so einen Clown im deutschen Raum. Ja. Ich finde, der ist wirklich. Ich finde ihn gerade nicht. Wer heißt er? Doch, da. Clownswelt heißt er. Ah ja, Clownswelt, den Kanal kenne ich, ja. Genau. Und er hat das Interview wirklich sehr schön, finde ich, analysiert. Und der Meinst du jetzt Chrupalla war. Putin oder meinst du Nein, Chrupalla. Lanz? Super. Er wird immer besser und Ja. er hat aber aufgezeigt, wo dass er hätte besser sein können. Ich hoffe, der Chrupalla sieht das. Und dann werden die neuen Gespräche, die werden dann noch viel interessanter.
Der Lanz hatte praktisch keine Chance. Es war wirklich sehr schön. Und das ist schon cool, weißt du, Rhetorik und so weiter. Ja. Wie kannst du Gespräche führen und so weiter? Das würde ich mir auch sehr gerne. Und so, weißt du, ich lache mich manchmal kaputt und schäme mich manchmal auch, wie ich rede, gerade im Hochdeutschen. Und wünschte mir da schon die eine oder andere Fähigkeit, noch besser sprechen zu können. Ja, weißt du, es geht dann halt am Ende des Tages immer darum, möchte man die Leute zum Lachen bringen, das Publikum, und so auf seine Seite bringen, also den Gegner bewusst blamieren und vorführen. Das hat bestimmte Effekte. Ja, man kann sich dadurch ein bisschen überlegen fühlen, ja, und man gewinnt damit natürlich auch die Sympathien im Publikum. Aber am Ende des Tages ist das dann eine nicht ad rem, sondern meist eine ad hominem Argumentation, indem du dich gegen Eigenschaften oder Handlungen oder Gedanken deines Diskussionspartners wendest und nicht gegen Argumente in der Sache. Und so her gesehen ist es in Wirklichkeit ein bisschen unfair. Aber ich weiß, das machen alle. Das ist auch ein Stilmittel seit den alten Griechen und der Rhetorik als Kunstform. Das ist überhaupt nicht mein Ziel, weißt du. Ich habe gerade, letztens habe ich auf Englisch etwas über den Marcus Aurelius gehört. Und das war ja, einer der letzten großen Stoiker und vor allem der letzte große Cäsar, gute Cäsar, wird gesagt. Und sein Ziel war eigentlich permanent ein guter Mensch zu sein. Und das, was mich bewegt hat, ist, dass er gesagt hat, dann, wenn die Leute nicht zugesehen hat, dann war er in seiner Bestform. Ja. Das hat mir sehr gefallen. Und wenn ich mit einem Lanz sprechen würde, ich hätte keine Lust, wie soll ich sagen, Gift mit Gift zu bekämpfen, überhaupt nicht. Sondern entweder, das hat mir zum Beispiel sehr an Putin, an diesem Interview oder generell auch in anderen Interviews sehr gefallen. Wie er die Leute abgeholt hat und weitergeleitet hat. Und ich finde zum Beispiel auch ein Hans-Georg Maaßen, wenn ich gewisse Interviews sehe, wie er da versucht wird, fertig gemacht zu werden, auch absolut in die Rechtsszene gedrückt wird oder in rechtsextremen Szene gerückt wird und wie er dann da versucht zu kontern und mit seiner ruhigen Art und auch Eloquenz. Manchmal geht das schon der Diskurs, der ist sowieso immer gegeben in diesen Themen, aber er geht nicht in einen Affront hinein oder versucht es zumindest nicht, außer es war so offensichtlich von der gegenüberliegenden Seite, dann musst du manchmal auch einen Ellbogen geben. Und ich hätte schon gerne die Möglichkeit, dass immer, weißt du, der Spruch, der hat mir vorhin ein bisschen gefehlt, und zwar, und da siehst du eben das Gegenüber, wenn das eben das nicht macht, nämlich zerstöre ich nicht meinen Feind, wenn ich ihn zu meinem Freund mache. Richtig, ganz genau das ist, das wäre es eigentlich, ja. Genau, und wenn der Putin sagt, hey, weißt du was, darf ich bei der NATO dabei sein, und die anderen sagen, nein, du darfst nicht, dann ist es klar, dann wollen die das gar nicht, und dann geht es nur um Macht und um Geld verdienen, da gebe ich dir recht. Ja, also sie bleiben in diesem alten Wirtschaftssystem, das dadurch geprägt ist, dass das Nullsummenspiel die ehrliche Kommunikation verhindert. Und wenn du aber jetzt nicht ehrlich kommunizierst und dann zusätzlich, und das kommt ja auch aus dem Geldsystem, nur zwei Beeinflussungs- und Manipulationsmethoden kennst, nämlich die Erpressung und die Bestechung. Ja, und beides funktioniert nicht, wenn du das Geld weglässt. Wenn wir das Geldsystem jetzt mal eliminieren würden, StarConnect-mäßig gedacht, hast du eigentlich kaum noch Möglichkeiten, andere zu erpressen oder zu bestechen. Ja, du kannst sagen, ja, dann putze ich dir die Schuhe nicht mehr, ja, oder ich backe dir nicht mehr deinen Lieblingskuchen oder so irgendwas, ja. Aber das ist relativ moderat im Vergleich dazu, dass du sagst, ich nehme dir deinen Job weg, ich ruiniere dich wirtschaftlich oder ich zahle dir 10 Millionen auf irgendein Konto in der Karibik. Ja, das ist damit nicht mehr vergleichbar. Wenn du das Geld wegnimmst, was sicherlich ein guter Anfang ist, und wir dürfen dann schauen, wie wir das ersetzen, also nicht geldmäßig, sondern das zweite Thema,
das danach unmittelbar kommt. Und deshalb steht immer die Frage im Raum, was ist vorher da gewesen, das Küken oder das Ei, ist es das Geld oder die Macht? Und das, was wir wirklich dafür sorgen dürfen, und wir haben schon mal einen Podcast darüber gemacht, das ist, Machtpositionen abzubauen. Ja, ja, weißt du, es ist für mich immer die Vorstellung von Macht. Ja, die Vorstellung von Macht. Welche Idee habe ich? In welcher Art von Beziehung möchte ich mit meinen Mitmenschen leben? Und da gibt es einmal die machtgeleitete Vorstellung, indem ich sage, ich möchte am Ende des Tages, dass alle das tun, was ich möchte, dass sie tun. Also ich möchte meine eigenen Umstände, die anderen irgendwie zu meinem Werkzeug meines eigenen Willens machen. Und das ist etwas, was wir in der heutigen Gesellschaft durch viele, viele verschiedene machtbesetzte Rollen, und Geld und Reichtum ist eines davon. Es gibt auch die politische Macht, es gibt die rechtliche Macht, es gibt die Macht durch rohe Gewalt, alles das. Es gibt auch die Macht durch emotionale Erpressung, auch das darf man nicht unterschätzen, ja, auch eine mächtige Position. Und das alles sind Beziehungen, in denen andere Menschen zum Werkzeug gemacht werden und damit letztendlich auch wieder zum Ding. Du nimmst ihnen in Wirklichkeit den freien Willen. Und das ist der Hauptgrund, warum ich das für mich in meinen Beziehungen so komplett ausgeschlossen habe. Überall, wo ich so einen Anflug wahrnehme, möchte ich das sofort verhindern. Ich sage, das habe ich nicht notwendig und das will ich auch nicht, dass andere glauben, es notwendig zu haben. Das, weißt du, dass du das bei dir erkennst und dass du das abbauen kannst, das finde ich super. Das war schon eine der ersten Fragen, die ich dazu mal an dich hatte. Wie schaffst du es, dass dein Ego nicht explodiert, obwohl du so hochgelobt wirst? Und wenn man zum Beispiel gerade Outwitting, das war in den vorherigen Kapiteln seine größten Bestechungsinstrumente, ja. Ist nebst Liebe, Sexualität und so weiter, ist halt eben auch das Verlangen, Herr über andere zu sein. Und das Verlangen nach Selbstdarstellung durch Wort und Taten. Und ja. dann bist du wieder beim Thema Aufmerksamkeit und Anerkennung. Du bist immer wieder bei diesen Themen. Und die Frage ist, wie kannst du die Leute ermächtigen, nicht in einem Mangelsystem, also von draußen zu sein, sondern das bei dir drinnen zu suchen. Und das ist das, was wir den Menschen wieder aufzeigen dürfen. Wir dürfen sie entwirren durch die Indoktrinierungen von Jahrzehnten oder vielleicht, dass es sogar in unseren Genen drinnen ist, etc. Ja. Und dann wieder ihnen aufzeigen die Fähigkeit, wie sie das in sich selber finden können. Und dann hast du ein Perpetuum mobile. Dann schaffst du Freiheit und Frieden. Ja, weißt du, am Ende des Tages gibt es für dich und für dein Leben nur die eine Aufgabe, wie strukturierst du deine Lebenszeit? Ja. Wie füllst du deine Lebenszeit möglichst erfüllend, positiv und sinnvoll aus? Und da muss man natürlich dann den Sinn definieren, sagen, was ist Sinn? Woran messe ich das? Wie orientiere ich mich da? Und ich denke, wenn du jetzt ein gemeinschaftsbezogener Mensch bist und sagst, ich möchte in einer Gemeinschaft leben, wo es den anderen auch gut geht. Genauso gut wie mir oder gerne auch noch besser. Ja? Weil ich mich dann wohler fühle. Wenn ich rundherum der Einzige bin, der vermögend ist und alle anderen sind bedürftig, dann ist es für mich ja auch mühsam. Ja? Weil entweder muss ich denen dann pausenlos irgendwie helfen oder ihnen etwas schenken, was auch jetzt nicht wirklich nachhaltig zur Verbesserung führt, weil sinnvoll wäre es, wenn sie meine Geschenke nicht brauchen würden und aus der Abhängigkeit herauskämen in die Selbstverantwortung, mit einer geeigneten Technologie alles zu schaffen, was sie sich selbst wünschen. Und das kannst du aber nicht einfach mit Geld erreichen. Und bei uns hat es sich eingebürgert, alles mit Geld alleine steuern zu wollen, weil das die mächtigsten Kasten in unserer Gesellschaft über Jahrhunderte und Generationen hinweg so praktiziert haben. Das siehst du ja auch in der Politik. Wenn die Politik etwas regeln will, dann geht es immer nur um ein Budget. Ja, da machen sie schnell ein Ministerium, stellen ein paar Leute an, ja, schmeißen einen hohen Betrag an Geld auf die Seite und dann glauben sie, die Probleme wären schon gelöst. Ja, mitnichten. Ja, weil am ersten Schritt muss ich ein Problem überhaupt einmal identifiziert und verstanden haben. Und dann kommt, und das folgt direkt auf den Fuß, auch die Frage, ja, aus welcher Perspektive betrachte ich denn überhaupt das Problem?
Es gibt bestimmte Perspektiven, für die existiert das Problem zum Beispiel gar nicht. Und wenn es sich dummerweise fügt, dass die mächtigsten und die reichsten Gruppen in einer Gesellschaft von einem Problem überhaupt nicht betroffen sind, dann können wir darauf wetten, dass das auch eines der Probleme sein wird, die nie gelöst werden. Ja, weil die das ja als Problem gar nicht wahrnehmen können. Aus ihrer Warte gibt es das ja gar nicht. Und das sind eben diese Dinge, das sind eben diese Dinge, die einfach einmal in der Grundlage verstanden werden müssen, bevor wir an eine ernsthafte Politik oder eine ernsthafte Verwaltung, ja, einer Gemeinschaft gehen. Diese unterschiedlichen Perspektiven und wie wir da in einen sinnvollen, konstruktiven, gemeinschaftsförderlichen Austausch kommen. Meiner Meinung nach nur über komplette Transparenz und Ehrlichkeit. Die Frage ist, was dich davon abhält, das zu tun. Ja, mich sowieso nicht. Ich frage mich, was die Politiker davon abhängt. Ja. Ich rede ja nicht von dir. Ja. Sondern wenn du die Leute in ein Zimmer einlädst, wie sorgst du dafür, dass sie das Ego draußen lassen? Melik, da sind wir wieder genau am Punkt, die positive Talkshow. Ich werde mir ganz sicher diesen Lanz-Beitrag, diese Sendung genau anschauen. Und es wird mir wieder reichlich Material geben, an dem Konzept der positiven Talkshow weiterzuarbeiten. Wo du sagst, ich habe Menschen aus allen Gesellschaftsschichten eines Landes, ja, der Schweiz, Österreich, Deutschland, was auch immer, an einem runden Tisch. Und jeder spricht über das, was ihm ein wirkliches Anliegen ist. Aus seiner ehrlichen Perspektive, ohne versteckte Agenda, ohne andere abzuurteilen, ja, oder schlecht zu machen. Es geht nicht darum, wer jetzt die anderen, die Zuschauer überzeugt, dass er der Schlaueste, der Beste oder der sympathischste Typ ist. Es geht darum, dass alle Menschen in ihren Lebenslagen verstanden werden und das Publikum in die Lage versetzt wird, sich in die subjektive Situation der Teilnehmer auch wirklich hineinzuversetzen, um zu erkennen, was die wirkliche Problemlage aus ihrer Perspektive ist. Weil nur dann, wenn wir das erkannt haben, alle Gesellschaftsschichten. Wir hatten in Österreich, da habe ich mir jetzt zwei Sendungen angesehen, so historische Sendungen, bevor der Einmarsch in Deutschland passiert ist, 1939, gab es in Österreich den sogenannten Ständestaat. Die galten also auch als Faschisten und autoritär. Da gab es einen Kanzler, der hieß Dollfuß, Engelbert Bert Dollfuß. Und der Kardinal Innitzer war, wenn man so will, sein Mitspieler. Für mich ganz lustig oder interessant, weil die auch in meiner Studentenverbindung waren, historisch. Und die konservative Reichshälfte, also die ÖVP und die haben den Dollfuß auch immer hochgehalten. Warum? Weil das waren autoritäre Faschisten, ja, die aber die Nationalsozialisten festgenommen haben und eingesperrt haben in Österreich. Und dann erst unter der massiven Drohung von Hitler, zu Beginn haben sie sich ein bisschen hinter Mussolini versteckt und Mussolini hätte Österreicher beschützen sollen. Und da gab es auch ein lustiges Foto, da ist unser Engelbert Dollfuß, der war ein bisschen klein gewachsen, war vielleicht 1,60 oder so. Und der hat den Mussolini besucht, ja, und der kommt in der Aktentasche mit seinem Sakko, ja, so über den Arm mit Krawatte, und der Mussolini stolziert mit ihm einen Kopf größer in der Badehose. Und das hat damals gewirkt wie die Befehlsausgabe. Ja, also Mussolini wollte natürlich faschistische, autoritäre Regime rundherum. Er hat gesagt, ja, er wird sie unterstützen, die Österreicher, wenn sie auf dieser Linie bleiben. Und dann hat er sich aber selbst wieder mit dem Hitler verbündet und dem ist dann in Wirklichkeit auch die Unabhängigkeit Österreichs zum Opfer gefallen. Die mussten dann auch einen den Nazis wohlgesonnenen Minister einstellen in die Regierung und der hat dann Schritt für Schritt alle die Nazis, die eingesperrt im Gefängnis waren, wieder freigesetzt. Und damit waren die dann an der Macht. Und gegen Engelbert Dollfuß, die Historiker sind sich heute nicht ganz einig, aber es gibt viele, die sagen, also Engelbert Dollfuß wurde von den Nationalsozialisten dann erschossen und gilt daher als Märtyrer und als Heiliger, ja, in der Vorstellung der konservativen Reichshälfte Österreichs. Und jetzt sagen aber einige Historiker, das war ein Versehen. In Wirklichkeit hätten sie ihn gern entführt. Sie wollten ihn als Geisel nehmen, als Druckmittel. Ja, und jetzt, wo der versehentlich verstorben ist, hatten sie das Druckmittel nicht mehr und deswegen hat das nicht funktioniert. Und deswegen hat es dann auch den Einmarsch in Österreich gegeben.
Das ist, wenn du dich mit diesen Dingen im Detail auseinandersetzt, wird es schon sehr komisch, ja, was da alles abgelaufen ist. Du wolltest ja aufgrund von dessen etwas sagen, aussagen. Ja, was ich sagen wollte, war eine positive Talkshow. Also ja, Österreich war damals organisiert nach dem Ständestaat. Ja, in Deutschland, da gab es die Hitlerjugend und die, und da hast du dann immer gesehen, wie das in Österreich unter Dollfuß ausgesehen hat. Ja, das waren im Prinzip genau die gleichen indoktrinierten jungen Leute, nur ihre Tracht war halt ein bisschen anders und die Musik war anders, zu der sie marschiert sind. Aber sonst war es genauso autoritär und faschistoid, ja, was da abgelaufen ist. Aber es war in dieser Zeit, übrigens das Zeichen damals dieses Regimes war das Krückenkreuz. Das war kein Hakenkreuz, das war ein Kreuz, das am Ende nochmal so kleine Dächer hatte. Am Ende. Das Krückenkreuz war das Symbol damals. Man nannte das die austrofaschistische Diktatur damals, bevor dann Hitler kam. Und so gesehen könnte man jetzt das verschieden interpretieren. Man könnte zum Beispiel durchaus berechtigt sagen, die Nationalsozialisten haben uns von den Austrofaschisten befreit. Das war eine Befreiung. Man könnte es so formulieren. Natürlich waren es beide faschistische autoritäre Regime. Ja, dass die überhaupt in so einen Konflikt gekommen sind, ist für mich schon verwunderlich. Ja, weil warum hat denn Österreich nicht gegen Mussolini gekämpft? Ja, ich verstehe es irgendwie nicht. Warum die es nicht geschafft haben, es sind alles autoritäre Regime. Ja, die in Wirklichkeit die Bevölkerung nach einem bestimmten Muster heranziehen wollen und steuern wollen. Und wenn es die nicht schaffen, auf der höchsten Ebene eine Einigung herbeizuführen und zu sagen, wir gehen uns jetzt nicht an die Wäsche, ja, und machen da jetzt keinen schlimmen Konflikt, weil wir ja im Kern eigentlich alle dasselbe wollen, da muss es dann eigentlich nur noch übers Ego gelaufen sein. Ja, das können dann nur noch irgendwelche niederen Beweggründe gewesen sein, weil wenn die politischen Ziele so ähnlich und deckungsgleich sind, ja, wieso man dann überhaupt in den Konflikt kommt, ist für mich ein Rätsel. Ja, das ist genauso, wie wenn jetzt, sage ich mal, das kommunistische China und die kommunistische UdSSR in einen Konflikt geraten wären. Ja, ich bezweifle nicht, dass es in Grenzregionen zu sowas vielleicht auch durchaus kommen kann. Aber nicht aus der Perspektive einer übergeordneten Ideologie, sondern nur territorial lokaler Streitigkeiten. Nicht? Und das ist eben genau der Punkt. Und in Österreich nannte man das System damals den Ständestaat. Also so wie im roten Wien, das war ja immer schon eine sozialistische Hochburg, immer die Gewerkschaft am 1. Mai aufmarschiert ist. Das wurde dann alles verboten unter dem Dollfuss-Regime. So sind dann die Stände aufmarschiert. Das heißt, die verschiedenen Zünfte, ja, die Handwerker, die Landwirte und so weiter, die sind dann auch in Reih und Glied mit ihren Symbolen und mit ihren Bannern und Fahnen durch die Stadt marschiert zum 1. Mai-Aufmarsch. Und das war dann eben der Ständestaat. Der Staat war dann aufgrund der jeweiligen Stände und ihrer Sichtweisen und Interessen koordiniert gesteuert. Was ja fürs Erste, dem damaligen Informations- und Wissensstand, durchaus keine absolut schlechte Idee ist. Ja? Irgendein Gliederungsmerkmal und eine Form von Kooperation von Gruppen benötigt man nun einmal. Und wenn das historisch diese Stände sind und die miteinander einen konstruktiven Austausch finden können, dann ist das einmal ein akzeptabler Ausgangspunkt. Die IT gab es noch nicht und den Individualismus auch nicht, dass wir alle unsere täglichen Bedürfnisse komplett über Apps lösen können, wo wir hart daran sind, das zu schaffen. Ja, auch CapNet und Co. werden in diese Richtung gehen. Möglicherweise werde ich jetzt auch irgendwann wieder ein Interview geben, und zwar zum Thema der Bezahlkarte für Asylanten, weil der Ernst Wolf hat da offenbar jetzt irgendwo schon wieder hinausposaunt. Ja, das ist der Anfang vom Ende des Bargeldes und wenn es mal die Asylanten akzeptiert haben, ja, dann wird man uns das auch einreden, dass wir kein Bargeld mehr haben dürfen. Aber bei Licht betrachtet, muss ich sagen, ist das ein ziemlicher Blödsinn. Denn, und das wissen vor allem auch die alternativen Medien, Leute, die alternative Medien begründet haben, auch im heutigen System kann dir jederzeit die Bank deine Karte sperren, ja, und andere Banken ein Konto verweigern und da sitzt du genauso finanziell auf dem Trockenen, obwohl es offiziell Bargeld gibt. Ja. Also ein kontoführendes Institut, ja, das beeinflussbar ist und nicht absolut neutral, ist dann per se schon
eine Katastrophe und eine latente Gefahr. Alleine, dass die schon unsere Konten führen können, ist das Grundübel. Nicht, dass das nicht eine neutrale Stelle macht, ohne Ansehen der Person zum Beispiel. Also ich sehe das überhaupt nicht so, dass die Bezahlkarte der Anfang von der Abschaffung des Bargelds ist. Ich halte das, wie wir in einigen Bundesländern Deutschland gesehen haben, wo dann die Flüchtlinge sagen, na, da gehen wir lieber, ja, ohne Bargeld, kann uns da nichts mehr halten, halte ich das für einen ersten Schritt einmal für eine gute Idee. Ja, und ich finde auch rein elektronisches Geld, wenn es vernünftig verwaltet wird und anonym im Interesse der Bevölkerung und nicht bestimmter Gruppen, ein guter Zwischenschritt zur Abschaffung von Geld überhaupt. Aber das muss man natürlich den Menschen erst einmal im Detail erklären, warum und was da dahinter steht. Da sind wir ein bisschen vom Hundertsten ins Tausende wieder gekommen, wie das so meine Art ist. Vom Ständestaat zur Bezahlkarte. Alles gut. Du bist gekommen wegen dieser Talkshow. Ich frage mich natürlich, wie es in unseren Reihen aussehen soll, weil die Prämisse für eine wohlgesinnte Kommunikation ist meiner Meinung nach irgendwie Klarheit und aber auch, wie soll ich sagen, irgendwo durch eine Synchronizität, was die Daten betrifft. Deshalb bin ich ehrlich gesagt bei der letzten Videokonferenz ein bisschen erschrocken, wo ich gehört habe, dass gewisse Leute den Podcast nicht mehr schauen. Und ich meine, was machen wir beide, wenn wir miteinander den Podcast machen? Also ich mache das nicht in erster Linie für die Öffentlichkeit, sondern ich mache es in erster Linie, und so haben wir uns kennengelernt und das hier auch immer weitergeführt. Ich glaube, was waren es, 3 Jahre lang? Zumindest fast. 2 Jahre. Fast. Ich glaube, im Frühjahr wären es 3 Jahre. März oder April hat es begonnen. Nein, weißt du, dass wir miteinander gesprochen haben und wir haben uns ja jede Woche 2 Stunden lang gehört. Und irgendwann mal haben wir dann gesagt, das war im August 2020 war das, wo wir zusammen sind. Ah ja, verstehe. Mhm. Genau, also wir sind gezeichnet hast. Schon 3,5 Jahre dran und den Podcast seit, sind es jetzt 1,5 Jahre oder 1/4 Jahr? Aber das, was wir in erster Linie machen, das ist ja uns zu synchronisieren. Mhm. Und ich finde, wir entwickeln uns ja permanent weiter und es gibt ja auch gewisse Dinge, die wir zusammen erarbeiten, dass Leute, die in unseren Reihen sind, dass die diese Frequenz quasi abbekommen. Mhm. Und damit wir alle, die auf diese Reise jetzt miteinander gehen, dass wir gleich schwingen oder ähnlich zumindest, so richtig, gut es geht. Und ja, deshalb habe ich in der Gott und die Welt in diesem Chat versucht, ein bisschen die Kommunikation anzuheizen und auch meine Bedürfnisse. Es sind keine Anforderungen, überhaupt nicht. Aber irgendwo durch ist es sehr klar, wenn wir gemeinsam irgendwo hinsteuern, dass wir uns diese 2 Stunden, die reichen halt manchmal einfach nicht. Deshalb habe ich auch gesagt, den Donnerstag habe ich jetzt eingeläutet. Ich finde aber nicht, dass du jetzt da unbedingt dabei sein musst, weil wir da hauptsächlich da die Projekte miteinander besprechen. Und auf der anderen Seite, weil du halt eben nicht viel gesagt hast, habe ich mich dann gefragt, ja, was sind dann Themen, wo du dich einbringen könntest? Jetzt gerade was? Felix, ich sag's dir gerne. Ich nehme vor allem da deswegen gerne teil, nach wie vor, weil ich etwas lernen will. Ich möchte sehen, auf welchem technischen Stand ihr momentan seid. Nicht? Ich habe ja begonnen mit Python, dann habe ich gesagt, es wäre sinnvoll, wenn wir auch mit No-Code-Tools arbeiten könnten, weil es gibt mehr Leute mit guten Ideen, die was umsetzen können, aber wenige, die gleichzeitig die Programmierfähigkeiten, sage ich jetzt mal, eines Chris haben, ja, um das dann auch wirklich so rüberzubringen. Wobei wir leider erleben mussten, das war mir am Anfang so auch noch nicht klar, dass Python zwar wirklich sehr anwenderfreundlich ist und man da schnell reinkommt und es gibt meterlange Literatur, auch bei mir da hinten im Regal. Ja. Aber wenn du dann sagst, wir wollen jetzt als Team an verschiedenen Standorten alle mit der gleichen Version, den gleichen Bibliotheken arbeiten und das dann irgendwo auch auf einem Server ausliefern, im immer richtigen Release-Stand, dann kommen da so viele Randbedingungen noch dazu, um die sich dann wieder Spezialisten zu kümmern haben, ja,
dass es doch ein gewisser Aufwand ist. Und da sind dann eben bestimmte No-Code-Tools. Bubble Bubble hast du ja sicher selber schon kennengelernt. Ich habe dir ganz noch vor, bevor wir überhaupt über Python gesprochen haben, den AppGyver, wenn du dich an den noch erinnerst. AppGyver habe ich dir auch mal, der ist jetzt nämlich übernommen worden von SAP. AppGyver ist jetzt ein No-Code-Werkzeug von SAP und damit kannst du SAP-Problemlösungen kompatible erstellen als No-Coder. Und da gibt es sehr interessante Werkzeuge, die jetzt auch so klein serverfähig sind und in Clustern etc., wo du dann auch mehrere Menschen hast, Programmierer oder No-Coder, die dann zusammenarbeiten können mit diesen Tools. Das ist durchaus etwas, was man im Auge behalten sollte, weil am Ende des Tages geht das ja alles über irgendeine Schnittstelle. Meistens ist das eine REST-API. Ja? Das heißt, wenn jetzt die kompetenten Programmierer eine Python oder eine Rust oder eine andere Lösung auf den Server stellen, dann können nichtsdestotrotz auch No-Coder ein Frontend für Android oder iOS oder was auch immer zusammenklicken, ja, das dann nahtlos an diese Anwendungen am Backend andockt, ja, und dann so einen Mehrwert liefert. Ja, das ist etwas, was mir ein bisschen fehlt, dass gerade in dieser Thematik, dass es kein Projekt gibt, um so etwas zu machen. Ich habe ja die Vision, dass wir dann mit Startup so etwas lancieren, wo wir Apps und Webseiten und vielleicht sogar Firmen generieren, die wir weiterverkaufen können. Wo wir zum Beispiel, vielleicht kannst du dich an den Film oder die Dokumentation Billions in Change erinnern, von diesem Inder, der mit einem Energy Drink 4 Milliarden umgesetzt hat und er wusste nicht, was anfangen damit. Und der hat dann ein Labor, ein Institut gegründet und die Leute eingeladen. Und wenn du die Frage, bringt es einen Mehrwert für die Welt, macht es die Welt zu einem besseren Ort und du das Ja beantwortest, dann finanziert er das. Und er finanziert den Prototypen quasi dafür. Ja. Und das ist etwas, was ich unbedingt auch anbieten will. Mhm. Und gerade mit diesen No-Code-Tools könntest du dann eben sehr schnell etwas auf die Beine setzen. Absolut, ja. Auf die Beine stellen, meine ich. Manchmal auch setzen, das ist schon okay. Und das fände ich zum Beispiel etwas, wo ich jetzt gerade niemanden sehe, der, weil sie halt eben mit Aufgaben, ich sage jetzt mal, zugemüllt sind, dass man das quasi jetzt aufsetzen könnte. Ich weiß nicht, ob man das kombinieren kann mit regelbasierten Systemen und der Diamantdatenbank. Ich muss es mir anschauen. Es ist nicht unmöglich. Ja, vor allem über die REST-API wird das sicher gehen. Dass man also eine Regelbank, eine Prolog-Regelbank am Backend hat und irgendeine No-Code-Lösung als Frontend. Das wird sicher gehen. Weißt du, und dadurch, dass du den Weg eben beginnst zu gehen, merkst du, ob es ein erfolgreicher oder ob es ein schwieriger Weg ist, etc. Und dann kannst du ihn ja immer noch umgestalten, bis letztendlich vergolden, eine Brücke bauen, was weiß ich. Und ich denke, durch das Tun kommen wir ins Tun und ins Optimieren. Und ja, ich dachte, vielleicht wäre das etwas für dich. Können wir uns ja noch anschauen. Ich schaue es mir näher an und werde dann spätestens nächste Woche was dazu sagen können. Oder vielleicht auch erst in 2 Wochen. Nächste Woche bin ich ja am Berg. Also am Montag ist da nichts. Oh ja, Montag schon. Lass mich mal kurz nachsehen. Vom 23. Ja, vom 23. Freitag bis 25. bin ich dann weg. Ja, genau. Okay, dann. Ja, das kann ich nächsten Montag, habe ich dann schon eine Idee, wo es hingehen kann. Das ist richtig, ja. Gut, wer weiß, vielleicht können wir ja auch am Abend die Köpfe zusammenstecken und dann etwas. Ja, ich werde es auf jeden Fall erwähnen können. Das ist keine Frage. Weil, wie gesagt, ich kenne diese Tools oder einige davon ja schon.
und kann es mal einfach so in den Raum stellen. Wer Interesse hat, darf sich's gerne ansehen. Ja, heute geht es ja hauptsächlich darum, ich habe ja den Phasenplan gemacht, daraufhin Obsidian befüllt. Und jetzt geht es darum, Kanban, dieses Task halt einfach zu priorisieren, vielleicht sogar ein Fälligkeitsdatum und dann einfach die Themen nahdienstnah abzuarbeiten. Und ich denke, wir sind auf einem sehr guten Stand. Und jetzt dürfen wir einfach dahin hinarbeiten, das Ganze dann bald hoffentlich live zu schalten und dann das erste Moos zu verdienen. Mal schauen, wie das kommt. Ich freue mich sehr auf heute Abend. Ich nicht Und genauso, ja. ich hatte noch etwas. Moment. Ah, ja, genau. Haben wir uns das letztes Mal angeschaut? Mit diesem, ja genau, ich habe ja eine Anime-Serie reingehalten mit dieser, mit dieser Assistenzfunktion. Ja. Genau. Und ich habe ein Thema, das ich gerne mit dir nächstes Mal angeschaut hätte, Ja. nämlich, ich habe es vorhin kurz angesprochen, wenn man mit solchen Werkzeugen kommt, wo man ein vermeintlich besseres Morgen anstreben will, dass immer so ein bisschen die Angst und die Paranoia ist, ja, wer ist an der Macht? Das ist der Unterschied zwischen Paranoia und Forschung. Ja, genau, richtig. Ich Was sehe ist das ganz genauso, weil das ist auch der Punkt, wo ich immer wieder erkennen kann, dass es Leute wie den Ernst Wolf erwischt, ja, die ich sehr schätze, wo ich sage, der ist sehr kompetent, der hat ein Riesen-Know-how und eine gewaltige Erfahrung. Und am Ende des Tages rutscht er dann aber immer auf diese Panikschiene ab und sagt, ja, die wollen uns dorthin treiben und uns das Bargeld wegnehmen und dieses und jenes. Und das ist dann immer ein bisschen dystopisch, ja, und er schreibt dann auch jede Menge Bücher zu diesen Themen. Und ich möchte ihm da jetzt wirklich nichts unterstellen, aber ich halte es nicht für gut, wenn man mit einer Panikmache jetzt Geld verdient, wo wir es den Regierungen und der Politik vorgeworfen haben, sehr lange mit Covid-Panikmache uns manipuliert zu haben. Ja, denn viele dieser Technologien, das sehe ich genauso wie du, sind neutrale Werkzeuge. Die kann man für etwas Gutes genauso verwenden wie für etwas Schlechtes. Es hängt immer von den Menschen ab, die diese Werkzeuge in Händen haben und mit welcher Geisteshaltung und mit welcher Absicht sie sie dann einsetzen. genau, das können wir ja dann noch ein bisschen vertiefter anschauen, weil das ist eine Kernkompetenz und das hat natürlich, das steht und fällt mit den Menschen und das dürfen wir von Anfang sagen, dass es darum geht, ja, diesem System zu vertrauen, weil sonst kannst du es sowieso sein lassen. Und die Frage ist, was brauchen Sie, um Vertrauen aufzubauen? Und solche Themen würde ich gerne mit dir anschauen. Sehr gerne. Freue mich drauf. Alles Liebe, bis zum Ja. Abend. Bis dann. Schönen Tag noch. Ciao, Ciao, ciao. Servus.